20-Tausend-Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Elf Spieltage haben wir noch. Und es bleibt spannend im Titelkampf. Borussia Dortmund gelingt gestern die Revanche nach dem Pokal aus in Bremen. Sie gewinnen bei Werder, spielen endlich mal wieder zu Null. Und er trifft und trifft und trifft. Der neue Superstar der Bundesliga, Haaland. Er und Emre Can, sind das vielleicht die Mosaiksteine dafür, dass der BVB den Titel doch noch holt? Und dieses Bild kennen wir auch seit Wochen nach dem Spiel. Der Kreis bei Werder Bremen. Wieder eine Niederlage, wieder zu Hause nichts gerissen. Florian Kohfeldt schwört seine Mannschaft ein. Weiter, weiter, weiter. Aber schaffen sie wirklich noch den Platz ans rettende Ufer? Das ist die große Frage. Dann blicken wir noch aufs Abendspiel. Der Patzer von Alexander Nübel ebnet RB Leipzig den Weg zum Sieg. Die eigenen Fans pfeifen ihn aus. Sicherlich kein schöner Abend. Schalke damit in der Krise. Und RB Leipzig bleibt aber obendran. Er hat sie damals von der Regionalliga in die zweite Liga geführt. Und er war Geschäftsführer zuletzt beim ersten FC Köln. Hier sind Alexander Zorniger und Armin Fee. Gesagt, RB gestern 5-0 auf Schalke. War schon mal eine deutliche Ansage. Wir schauen mal, Alex, auf das 2-0 von Timo Werner. Ziemlich frei da erstmal, ne? Ja, im 16er. Ist ein bisschen schwierig, ihn dann zu stoppen mit der Geschwindigkeit. Er hat die Möglichkeit, immer auf beide Seiten vorbeizukommen. Er hat auch einen guten linken Fuß. Und dann, aber ich glaube, es war grundsätzlich das Problem, dass halt Schalke in ihrer ganzen Spielanlage jetzt sehr auf aggressives Bearbeiten vom Gegner eingestellt ist. Das ist Davids Spielweise auch. Und nicht so sehr auf Passwege kontrollieren. Und wenn du die nicht kontrollieren kannst, dann kann es gegen RB auch mal wehtun. Ich wollte dich einfach Timo Werner eigentlich was fragen. Du hast mit ihm ja zusammengearbeitet, ne? Ja. Damals hast du ihm nicht so viel zugetraut, oder? Wie kommst du da drauf? Hab ich gelesen. Das ist wieder eine oberflächliche Geschichte. Ja, dann lese weiter. Es gab einen Zeitpunkt, wo es unsere Aufgabe als Trainer ist, mit dem Spieler vielleicht einen anderen Weg zu gehen. Den haben wir kurz. Er hat davor, glaube ich, einen Schnitt von pro Spiel oder alle 5 Spiele einen Scorerpunkt. Und danach hat er bei alle 1,5 Spiele einen Scorerpunkt. Er war ziemlich jung, er ist mit 16, 17 schon in Champions League gewesen. Aber mich freut es. Ich habe ihn vor 2 Wochen, als ich in Leipzig war, gegen Gladbach kurz gesehen, aus der Autotür raus, alles Gute gewünscht. Und er macht einen sehr gesettelten Eindruck, auch gestern, muss ich sagen, in der Ansage an Gegenspieler und Mitspieler. Wie weit es noch mit ihm geht, das besprechen wir nachher. Armin, dein alter Verein, auch zu 5-0, auswärts, beim Big City Club, wie es so schön heißt. Wir schauen uns auch ein Tor an, das 4-0. Den hast du geholt, ne, Florian Kainz? Ich habe die meisten geholt, ja. Ja. Punkt, oder was? Punkt. Nee, freut mich. Freut mich unheimlich, dass es war gestern ein wichtiges Spiel, absolut wichtiges Spiel, wenn man unten drin steht und dann so klar und dominant und dann auch in der Karnevalszeit hat passt perfekt, gut gepasst. Sagen, ne? Ja, okay. Abschießkampf ist natürlich auch ein Thema bei uns mit unseren weiteren Gästen. Der liebe Kollege von der Sohn ist da, Alexander Schlüter. Okay. Vom WDR, Stefan Kausen. Hallo. Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Wie immer an der Stelle unsere kleine Erfrischung. Ne? Gibt schon mal was zu trinken, Armin, ja, aber alles alkoholfrei. Und damit gebe ich rüber zu Laura. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen zusammen. Also 2-0 gewinnt der BVB auswärts bei Werder Bremen. Auswärtssieg, das gab es lange nicht, beziehungsweise haben sie sich gerade in der Hinrunde auswärts immer richtig schwer getan. Jetzt sogar 0 gespielt, das gab es im Jahr 2020 überhaupt noch nicht. Also da ein positiver Trend zu erkennen. Und ein weiteres Problem haben sie vielleicht auch noch beseitigen können, dass nämlich nach einer Gala-Vorstellung in der Champions League Meistern so eine kleine Flaute in der Bundesliga folgte. Das war eben jetzt in dieser Woche auch anders. 2-1 gewonnen gegen PSG und jetzt eben diesen 2-0-Sieg gegen die
die Bremer errungen. Ja, und das auch eben, weil zwei Neuzugänge richtig eingeschlagen sind. Topleistung jede Woche bzw. jedes Spiel abrufen. Emre Can zum Beispiel hat die Abwehr im Griff und ist sozusagen eigentlich auch so ein Stabilisator im defensiven Mittelfeld geworden beim BVB. Und Erling Haaland, der trifft und trifft und trifft. 12. Tor war das jetzt im 8. Spiel für ihn. Deswegen auch die Frage der Woche. Kann der BVB mit Haaland doch noch sein Saisonziel erreichen? Haaland, eben Can und Haaland haben wir mal in eine Person sozusagen zusammengefasst. Rufen Sie uns an 01379 011 011. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und Sie können natürlich wie gewohnt auch mitmachen unter sport1.de. Im Live-Blog sagen Sie uns Ihre Meinung, schreiben Sie uns und in der App können Sie natürlich auch noch abstimmen. Also Sie haben alle Möglichkeiten. Machen Sie mit und nutzen Sie. Danke, Laura. So, war eine Traumwoche für RB Leipzig. Champions League-Sieg in Tottenham, gestern die 5:0-Gala auf Schalke. Und sie untermauern natürlich damit ihre Titelambitionen, während Schalke der Traum von der Champions League, von dem können sie sich langsam aber sicher verabschieden. Schalker Depression, aber auch Schalker Zusammenhalt nach schlimmer Heimklatsche. Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft und sogar Alexander Nübel gehörte jetzt wieder dazu. Nachdem der Tormann, der ja zu den Bayern wechseln wird, heftig gepatzt hatte. Und das nicht nur beim frühen 0:1, musste sich Nübel gellende Pfiffe gefallen lassen. Auf die hatten die Schalker Anhänger bisher verzichtet, aber jetzt bröckelt der Rückhalt für Nübel. Und was sich vor ihm abspielte, hatte mitunter den Charakter von Auflösungserscheinungen. Nach dem 5. Ligaspiel in Folge ohne Dreier muss Trainer Wagner die erste echte Krise bewältigen und seinen Spielern klarmachen, dass sie sich nicht hinter der schwachen Vorsaison verstecken dürfen. Die höchste Heimniederlage seit fast 40 Jahren gefährdet außerdem die Teilnahme am internationalen Geschäft. Und so stellt sich nach äußerst gelungener Hinrunde langsam die Frage, setzen die Schalker die Saison doch noch in den Sand? Marcel, warum ist denn Sand im Getriebe auf Schalke? Weil sie vielleicht doch nicht so gut sind, wie sie gemacht wurden. Und deswegen frag sie selber. David Wagner hat gestern gesagt, ich muss mich von keinem Saisonziel Champions League verabschieden, weil ich es noch nie begrüßt habe. Wo fängt der Sand an, in den du was setzt? Sie haben eine unterirdische letzte Saison gespielt, da wurde stabilisiert. Viel mehr darfst du da, glaube ich, auch nicht erwarten. Gestern, das war allerdings, das war zu viel. Das hat weh. Das war zu viel. Ich fand, Leipzig hat gar nicht so gut gespielt die erste Halbzeit. Die haben so viele Fehlpässe gespielt, hatten Räume, sowas habe ich schon lange nicht gesehen. Also irre. Da hat vieles nicht gestimmt. Alex hat es eben gesagt, wenn sie keinen Passweg zustellen können, nicht ein, also jeder Ball konnte gespielt werden, konnte angenommen werden. Aber so kannst du nicht spielen. Ich glaube, das hat schon auch ein bisschen mit Suat Serdar zu tun. Er war jetzt verletzt, er ist jetzt wieder zurückgekommen, er stabilisiert das ganze Gebilde. Ich glaube, insgesamt spielt Schalke absolut auf dem Limit, auf dem Level, wo man erwarten kann. Gerade ein bisschen in der Heimtabelle ungefähr dort, wo sie jetzt in der gesamten sind. Sie sind auch noch Sechster. Sie haben jetzt, was ein bisschen wehtut, 5 bei Bayern und 5 jetzt nochmal. Das tut dann schon ein bisschen weh, weil auch von, ich glaube, sie haben jetzt 32 Tore oder sowas gekriegt. Vor dem Spieltag waren sie da noch unter den Top 3, 4. Sie stehen da eigentlich stabil, aber da sieht man es ja gerade, Harit, ja, das ist derjenige, der nach vorne alles macht. Ich habe ihn in ganz, ganz viele Situationen in der eigenen Hälfte gesehen, sich die Bälle dort holen. Ich glaube, ihm fehlt ein bisschen die Unterstützung nach vorne. Michal Gregoritsch hat er gut angefangen, aber ich glaube, nach vorne, da müssen sie sich einfach entwickeln. Und ich glaube, das muss man ihnen auch zugestehen. Ja. Wie stark ist denn Schalke nur wirklich, Armin? Ich glaube, die Vorrunde war natürlich hervorragend. Es war eigentlich auch Aufbruchstimmung auch zu sehen, zu merken. Ich glaube, wenn man das Spiel gestern sieht, war ein Klassenunterschied. Also Leipzig war Klasse besser, mindestens eine Klasse besser. Und zumal sie noch unter der Woche ein schweres Spiel in Tottenham gehabt haben. Ich habe eigentlich schon erwartet, dass Schalke da mehr zu Hause macht. Ich glaube, dass sie Champions League, da haben sie nie im Blick gehabt. Haben eine Saison, wie Marcel sagt, vorher gehabt, wo sie gegen den Abstieg gekämpft haben. Ich glaube, dass sie schon mehr Klasse hatten wie diesen Tabellenplatz. Aber ich glaube, mit der Champions League haben sie nichts zu tun, weil sind sie auch in der Offensive aus meiner Sicht zu schwach. Mhm. Wird das auch überhaupt erwartet, Stefan? Nee, ne? Nee. Also ich glaube, die Fans auf Schalke, die wissen genau, wie schlecht die letzte Saison war. Das war ja nicht nur tabellarisch schlecht, sondern auch vom Fußball her. Das war ja ein Gewürge. Und die Hinrunde war für mich sensationell, überraschend gut.
mit den Transfers. Rahman vorne kam endlich mal Tempo rein. Und Suat Serda, Alex hat es angesprochen, für mich der Mann der Hinrunde bei Schalke durch seine Verletzung. Jetzt kommt er aus der Verletzung, kann nicht das Niveau bringen. War das der entscheidende Knackpunkt zum Start der Rückrunde? Und Caligiuri ist nicht dabei, der für das Teamgefüge der Leader-Typ ist, auch wenn er über die rechte Seite kommt. Also so gut ist Schalke nicht, wie Armin sagt, um Richtung Champions League zu gucken. Alex, ist man so geduldig, weil eben die letzte Saison so verdammt schlecht war? Ich fände gut, wenn man das wäre. Schalke muss aber ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht in eine Richtung geht, in der man durchschaubar ist. Also Julian Nagelsmann als Leipzig-Trainer hat das gestern sehr schlau gemacht, aber da schauen ja auch andere Vereine hin. Und Schalke so aus dem Spiel zu nehmen, Nagelsmann hat ja seine eigene Aufstellung, seine eigene Taktik, das System ein bisschen umgestellt, hat dann fast eine Manndeckung gespielt im Mittelfeld, hat damit Arid als den Schlüssel-Unterschiedsspieler bei Schalke komplett rausgenommen. Wenn es ganz doof läuft für den FC Schalke 04, dann ist man so ein bisschen entschlüsselt. Ja, also für das, was da noch kommt. Weil du sagst es ja richtig, die 6 im Moment als Tabellenposition ist ja, ich glaube, da sind wir uns einig, völlig okay nach der vergangenen Saison. Mehr geht nicht. Blöd wird es dann, wenn es in die andere Tabellenhälfte noch geht im Laufe der Saison. Aber ich finde in Bezug auf blöd laufen nach 57 Sekunden durch einen klaren Torwartfehler 0-1 hinten, das tut Ihnen gegen eine Mannschaft wie... Alex, schauen wir da mal drauf. Aber bitte, ja. Weiter? Mach ich weiter. Wie eine RB tut es schon richtig wie nochmals. Ich glaube, das ist vielleicht auch wichtig, dass man das so erklärt. Es gibt einfach in der Zwischenzeit, was ich sehr befürworte, Trainer in der Liga, die ganz aggressiv den Ballführer attackieren. Und das haben sie auch immer wieder versucht. Du hast ganz viele Aktionen gesehen, gerade im Mittelfeldbereich, wo sie mit dran waren. Manchmal auch Ballpech und den Ball nicht erobert haben. Und wenn du das nicht tust, dann also er hat ja keinen Druck, er bekommt ja keinen Druck, das meinst du? In der Situation nicht, aber nee, Schalke ist auf Balleroberung und schnelles Umschalten ausgelegt. Und das konnten sie in dem Spiel, haben sie versucht, aber sie konnten es nicht. Und wenn du es nicht tust, dann ist es ein ganz aktives Spiel, das du betreibst. Im Gegensatz dazu gibt es Trainer, die Passwege kontrollieren. Da stehst du tief, machst die Passwege zu, gewinnst dann den Ball. Und selbst wenn der an dir vorbeispielt, dann hast du immer noch jemanden. Sie versuchen ja Überzahl zu erreichen. Und wenn du dir da nicht den Ball gewinnst, dann hast du irgendwo eine Unterzahl. Und das hast du jetzt auch gesehen. Das hast du zum Beispiel auch bei 2, 3 Toren gesehen. Aber dann ist Leipzig der falsche Gegner, um das so zu spielen. Also ist das ein Problem bei Schalke, dass sie dann keinen Plan B haben, das nicht umstellen können? Ja, oder wäre das zu viel verlangt? Ihr mit eurem geliebten Plan B. Ja. Es gibt eine Spielphilosophie von dem Trainer. A2 sagen. Oder? Du hast jetzt gesehen bei Lucien Favre. Ich dachte nicht, dass Dortmund in der Champions League so gut aus einer defensiven Grundordnung diese Passwege kontrolliert und dann ins Umschalten kommt. Weil das ist einfach, das ist ein Grundprinzip, wie du Fußball spielst. In jeder Trainingseinheit, in jeder Spielform coachst du als Trainer vorwärts verteidigen, rein verteidigen, den Ball erobern. Und dann kannst du nicht einfach sagen, oder das kannst du, ja, es gibt Mannschaften, die das können. Aber dazu zählt sicherlich noch nicht Schalke bei aller. Darauf wollte ich hinaus. Also dann kann man aber auch nicht den Anspruch haben, Champions League zu spielen, wenn diese Möglichkeiten nicht da sind. Den haben sie ja, glaube ich, nicht. Genau. Ja, aber du brauchst halt in der Offensive auch Qualität. Ne? Du kannst ja schon gegen den Ball gut spielen, du kannst gut umschalten, aber du brauchst ja vorne jemanden, der letztendlich das dann abschließt. Sonst nützt dir alles nichts. Sonst hast du den Gegner, das setzt du auch nicht so unter Druck, dass der auch mal vorsichtiger ist. Ne? Der muss nicht vorsichtig sein, weil ich habe bei Schalke gestern ganz wenig gesehen, wo sie den Gegner mal auch unter Druck gesetzt haben, wo sie mal 1-gegen-1 Situation gewonnen haben. Das haben sie nicht. Ja? Chancen hatten sie auch nicht viel. Nach vorne sind sie einfach aus meiner Sicht zu schwach, um Champions League zu spielen. Und dann hast du natürlich auch mit Upamecano und Klostermann zwei von den schnellsten Spielern der Liga. Das heißt, selbst wenn du mal durchkommst, dann wissen die ganz genau, ich gewinne 101 von 100 Sprintduelle. Das ist dann ganz, ganz schwierig. Und die Körperlichkeit, also gestern gab es so eine Szene, der Kamann hat sich dann ein bisschen websig gemacht gegen den Upamecano. Was hat er gemacht? Der hat den websig gemacht. Websig. Der hat den wie so eine... Wie so eine Fliege hat er den. Muss er sich dann fallen lassen oder muss er so tun, als sei er immer gar nicht. Klein. Ja, das ist aber, kommt Upamecano, auf den zuläuft, ist ja dunkel irgendwann. Völlig dunkel. Kein Platz mehr, kein Nix. Und er rennt sich da fest. Lass uns nochmal auf das 0-1 schauen. Ja. Stefan. Wir haben ja alle gesagt, das kann ja mal passieren. Das Alexander Grübel dann. Nee. Doch, dass ihm ein Fehler unterläuft. Das würde ich jetzt mal generell sagen. Aber guck mal, die Räume. Da gibt es keine Entschuldigung. Dieser Raum darf nicht da sein, erst recht, wenn man weiß, wie gut Sabitzer aus der Distanz ist.
Und Sabitzer hat ja jetzt in den letzten Spielen einen Tick zurückgezogen gespielt. Ich finde, Julian Nagelsmann macht das super, im Gegensatz zu Alex Nübel. Und da siehst du halt, Nübel ist schon in einer besonderen Drucksituation, in einer selbstverschuldeten. Wer als Schalke-Kapitän sagt, ich gehe zu Bayern München, muss damit rechnen, dass er Gegenwind kriegt. Und da macht er nicht den Eindruck, dass er den stabil abwehren kann, aber auch den Gegenwind. Aber nicht nur er, wir alle haben ihn zu einem Welttorhüter, wurde der, wenn wir alles, was du lesen konntest. Haben ihn schon gemacht, wolltest du sagen. Oh. Und es gibt aber auch zwei Sachen zu der Situation. Erstens, das war eine Umschaltsituation. Ihr habt ein bisschen spät angefangen zu schneiden. Das heißt, da hat die Ordnung nicht ganz so gestimmt. Und dann vorher meinst du jetzt, ne? Ja, bevor das Tor entsteht. Ja. Und dann erinnere ich mich an letztes Jahr. Er hat ein richtig gutes Bundesliga-Jahr gespielt. Dann hat er eine super U21-EM gespielt mit einem ganz krassen Torwartfehler in einem Spiel. Also ich glaube, er ist einfach in dem Alter, wo du sagen musst, ja, dieses Tor kriegt der mal. Ja, und das musst du dann auch akzeptieren. Normalste von der Welt. Das Schlimme waren die beiden Fehler danach bei den hohen Bällen. Ecke, Flanke von rechts und der segelt durchs Nirvana. Da habe ich mir Sorgen um ihn gemacht. Weniger bei dem Tor als bei den zwei Folgesituationen. Aber auch das ist doch, musst du doch gar nicht Küchenpsychologie bemühen. Der kommt ja nicht irgendwo vom Mars runter und geht da auf den Platz. Der kriegt das doch auch alles mit. Der weiß doch, wie die Gemengelage ist. Hinter ihm ist die Schalker Fankurve. Die haben sich ja alle Mühe gegeben und sehr gut orchestriert von Schneider, vom Sportdirektor. Lass es gut sein. Und sie haben es gut sein lassen, nachdem Bekanntheit geht zu den Bayern. Ja. So. Aber dass da eine enttäuschte Liebe ist, und ich denke, jeder von uns ist alt genug, sich noch mal daran zu erinnern, wie sauer man war, wenn sie dir... Nee, bist du so oft verlassen worden? Bist du so oft verlassen worden? Nein, mir hat das eine Mal, hätte mir fast schon gereicht. Nein, aber das ist doch, das tut doch weh. Und da bist du tief in dir verletzt und sauer. So, das ist doch nicht plötzlich weg, weil per Anordnung. Und wenn dann passiert so etwas, dann kriegen sie nach 57 Sekunden. Die Leipziger sollen angeblich müde gewesen sein. Aber wenn du nach 57 Sekunden 1-0 führst, erinnerst du dich, dann sagst du müde, ich merke nichts. Ist doch lustig heute hier. Müde war gestern, die kamen gar nicht auf die Idee, dass sie müde sein könnten. Und die Leute draußen spüren das, dann kommt der nächste Fehler, weil er sagt, sich im Kopf, das kannst du doch nachvollziehen. Ach du Schande, was ist denn jetzt? So, dann springt er am ersten am zweiten vorbei. Also diese Ecke hier. Ja, da kommt ja noch so ein halt Ding. Echt nicht, aber sieht ein bisschen blöd aus. Sie dürfen dann, ich kann Ihnen nicht verbieten zu pfeifen. Es hilft nicht und es ist auch nicht okay, aber... Aber du sagst ein Stichwort, die Leute von draußen. Für mich war die Aktion auf Schalke gestern nach dem Spiel. Da war dieses kollektive Königsblau. Gefühl vor der Nordkurve, wir stehen zusammen und dann waren die Pfiffe gegen Nübel auch nicht mehr so relevant wie im Spiel. Vielleicht, so blöd es klingt, ist die Aktion nach dem Spiel wichtiger als das 0-5. Weil wenn Schalke kein Kollektiv ist, ist Schalke nicht gut. Und das haben sie nach dem Spiel trotz dieser Klatsche gezeigt. Aber wenn er in den nächsten drei Spiele noch mal drei solche Böcke baut und sie verlieren dadurch, dann wird auch dieses überragende Publikum danach nicht mehr dastehen und sagen, hey, wir sind ein Kollektiv. Und das kannst du auch nachvollziehen. Sie haben ja nicht von Anfang an gepfiffen, sondern sie haben nach dem Gegentor und nach dem nächsten Fehler gepfiffen. Nochmal, als Trainer willst du es nicht haben, als Verantwortlicher willst du es nicht haben. Für ihn ist es nicht gut, aber es ist... menschlich nachvollziehbar. Bei allem Respekt, mir ist es zu sehr ins Normale geschoben. Ich komme damit nicht klar. Ich kriege es nicht hin, zu akzeptieren, dass ein einzelner Spieler von eigenen Fans ausgepfiffen wird. Und ich weiß, damit mache ich mir jetzt keine Freunde, aber das ist leider auch typisch deutsch. Das haben wir in anderen Ligen nicht. Ich habe in unserem Podcast mit Ilkay Gündoğan gesprochen vor wenigen Wochen und er hat gesagt, überragendes deutsches Publikum. Und das ist ja definitiv der Fall. Wir haben tolle Stadien, wir haben tolle Stimmung. Aber er hat auch gesagt, das, was da passiert, dass einzelne Spieler von den eigenen Fans ausgepfiffen werden, das hat er auf der Insel noch nie erlebt. Und er spielt mit Man City regelmäßig 5-0, 6-0 in Auswärtsstadien. Und da hat er noch nie erlebt, dass ein einzelner Spieler, ein Torhüter oder wer auch immer, ausgepfiffen wird. Und ich finde es... Ich finde es nicht richtig, dass man dann sagt, da muss man die Emotionen verschieben. Aber trotzdem, es gab... Es ist natürlich eine spezielle Situation als Torwart sowieso. Ne? Also es ist ganz schwierig, klar. Ja.
Aber es geht ja nicht um die Leistung wahrscheinlich, sondern es geht ja eher darum, dass er zu Bayern München gewechselt ist. Und ich meine, das muss man jedem Spieler natürlich auch zugestehen, dass man in seiner Laufbahn mal eine Veränderung vornimmt. Aber ich glaube mehr, das ist mehr der Grund, dass er zu Bayern wechselt. Und dann auch noch, ohne Ablöse, glaube ich. Ist das so, oder? Mit der Möglichkeit, vielleicht noch zu verlängern. Er bricht den Vertrag. Also wenn der Spieler noch dran denken muss, dass er dem Verein noch Ablöse bringt und dafür dann unterschreibt, man ist ein bisschen viel verlangt. Ne? Ja, aber wenn du, also nochmal auf das Thema zurückzukommen. Also ich erinnere mich, Granit Xhaka bei Arsenal ist von den eigenen Fans so auspfiffen worden, dass er kurz davor war, dass er geht. Also, gestern nach dem Spiel hat Antonio Rüdiger gesagt, da ging es um die Rassismusdebatte, dass sich im Moment kein Land zu weit aus dem Fenster lehnen soll. Überall ist das gleiche Problem. Vielleicht sind unsere Landsleute da noch mal ein bisschen krasser, weil sie halt eine sehr klare Vorstellung haben, wie Dinge abzulaufen haben. Und so wie sie sich vorstellen, sollte es dann auch ablaufen. Da sind wir sicherlich extrem in Deutschland. Aber das gibt es in England, das gibt es in Italien, das gibt es in Spanien. Genauso, wenn irgendwas der Kurve nicht passt, dann artikulieren sie sich auch. Ich fand ja auch total toll, was nach dem Spiel passiert ist. Wir haben ja die Bilder gesehen. Das ist total unfair, positiv. Selbstverständlich ist es unfair. Manuel Neuer ist weggegangen von Schalke zu Bayern. Das ist alles noch mit auf der Liste. Es ist nicht gut für ihn. Es war aber auch nicht gut für ihn, wie groß er schon gemacht wurde. Und jetzt, der Neuer muss sich jetzt warm anziehen und jetzt kriegt Neuer Konkurrenz. Leute, der ist 23 Jahre alt. Wir müssen ja nicht wieder die Diskussion hier aufmachen, warum geht er zu den Bayern und setzt sich 2 Jahre auf die Bank. Ein junger Torhüter, der von solchen Fehlern nur lernen kann, wenn er spielt. Wenn er im nächsten Spiel diesen Fehler nicht wieder macht. Ja, oder es wenigstens versucht. Er hat ein Jahr jetzt eine richtig gute Saison gehabt, muss man sagen. Ja, es ist ein hochtalentierter Torhüter. Es ist leichter hochzukommen, eine überragende Saison zu haben, als das dann zu halten. Also von daher, er ist auch 23 Jahre alt, hat vorher auch nicht gespielt. Aber Armin, wie würdest du mit ihm denn jetzt umgehen? Als Trainer? Also da müsste ich vor Ort sein. Ich kenne ihn jetzt persönlich zu wenig, um da fundiert was zu sagen. Ich weiß nicht. Gefühlsmäßig mal. Gefühlsmäßig. Ja, schwierig, oder? Natürlich ist es schwierig, aber es ist ein Spieler, es ist dein Spieler im Endeffekt. Der hat sich dafür entschieden, zu einem anderen Verein zu gehen. Es ist ja völlig unnormal, wenn einer, der in der führenden Position ist, ist der Trainer in der führenden Position, dass er den einfach dann weglässt oder dass er nicht dementsprechend... Ja, jetzt haben wir das Pokalspiel in 10 Tagen, ne? Ich glaube, er wird entscheiden, dass er so aufstellt, dass er die größte Wahrscheinlichkeit hat, zu gewinnen. Und wenn er glaubt, dass er mit Lübel die höhere Wahrscheinlichkeit hat, zu gewinnen, dann wird er ihn aufstellen. Nur die Diskussion gab es ja vorher schon mal nach dieser roten Karte. Wir erinnern uns an den Tritt von Nübel gegen Frankfurt. Und dann hat Schubert gespielt, erstes Heimspiel gegen Gladbach. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Schalke war top, hat verdient 2-0 gewonnen. Dann sind sie in München, kriegen eine Klatsche und der Schubert flattert bei Bayern. Hat auch einen Fehler gemacht, genau. Und jetzt flattert der Nächste. Die können ja jetzt nicht einfach sagen, wir schieben einen stabilen Torhüter nach, weil ich den Eindruck habe, sie haben im Moment keinen stabilen Torhüter. Und da muss David Wagner, glaube ich, einfach jetzt konsequent zu Nübel halten und die Nummer durchziehen, es sei denn, wie Schubert Alex ist ja auch noch nicht da. Er muss das tun, was er überzeugt ist, ganz ehrlich. Aber ich glaube, also David Wagner macht auf mich nicht den Eindruck, wie wenn er jetzt in eine Torwartdiskussion gehen würde. Weil du gesagt hast, was könnte man machen? Das größte Statement, das du einem Spieler immer geben kannst, ist, er spielt. Ja? Und er macht nicht den Eindruck, wie wenn er jetzt draußen ist. Das würde er erst recht nicht tun. Das ist doch die Antwort, die ist doch wunderbar. Er spielt. Na also. Also dass sie mit auf der Torwartposition nachdenken. In der Schweiz ist es ein offenes Geheimnis, dass der Torhüter von Basel, ein junger Kerl, Omlin heißt er, der ist richtig gut, dass der im Gespräch ist und dass Schalke nachgefragt haben soll. Kann man ja machen. Übrigens, eine Parallele, wir reden jetzt über Nübel, bleiben wir auch bei, aber Kai Havertz ist dasselbe passiert in Leverkusen. Der spielt ein überragendes Jahr. Aus meiner Sicht der kommende Zehner in der Nationalmannschaft und das für 10 Jahre. Özil in besser, so würde ich es mal sagen. Und der wird auch in Leverkusen ausgepfiffen nach einer schlechten Hinrunde. Nachdem im Sommer alle über 100 Millionen Havertz wohin auch immer gesprochen haben, dass die Jungs das nicht verkraften können, halte ich für normal. Armin, als du nach Gladbach kamst mit 18,
Stell dir vor, du bist auf einmal in so einer medialen Öffentlichkeit, die es damals aber noch nicht gab. Hätte ich spielen müssen natürlich, ja, dass ich so... Du warst doch feilschnell. Also wir gehen jetzt nicht zu weit zurück, seid mir jetzt nicht böse. Ne? Du hast Standing Ovations bekommen, ich weiß das. Ne? Wir reden gleich auch noch über Leipzig, über Timo Werner. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Gerüchte. Was soll er machen? Geht er vielleicht sogar zu Jürgen Klopp? Das ist alles gleich bei uns. Live aus dem Leben unter Ramitscher Flughafen, der Check24 Doppelpass. Schalke verliert gestern Abend zu Hause gegen RB Leipzig 0:5. 8 Bälle kamen aufs Tor von Alexander Nübel und wie gesagt, 5 waren dann auch drin. Aber was ist im Netz denn dazu zu sagen? Ja, bitterer Abend auf jeden Fall für Alexander Nübel, das steht fest. Im Netz ist es so ein bisschen zwiegespalten. Also viele verstehen überhaupt nicht, dass es diese Pfiffe gegen ihn gab. Hier zum Beispiel, wenn Schalke heute verliert, schieben sie alles auf den armen Nübel und den FC Bayern. Also das war, glaube ich, beim Stand von 0:2, als das gepostet wurde. Dann auch hier den Keeper der eigenen Mannschaft, der offensichtlich total verunsichert ist, nochmal zusätzlich auszupfeifen, ist unfassbar dämlich. Oder auch hier... Wobei das in eine andere Richtung geht. Schubert wurde für weniger Fehler gegen Bayern abgesägt. Hoffentlich wird er jetzt wieder getauscht. Nübel kann man ja sich nicht mehr geben. Es wird noch ein bisschen härter. Nübel muss erst mal 3 Jahre bei Neuer in die Ausbildung gehen. Erst danach vielleicht kann er sich Torwart nennen, aber auch nur vielleicht. Also ist noch so ein Fragezeichen dahinter. Wobei man auch sagen muss, Manuel Neuer hat ja auch einen Fehler gemacht an diesem Wochenende. Was Fehler angeht, zeigen Nübel und Neuer ja schon einen ausgeprägten Konkurrenzkampf. Also das steht zumindest, wenn wir so wollen, 1:1 an diesem Wochenende. Es gibt aber natürlich viel weitere Gründe, was die Krise bei Schalke 04 angibt. Das gibt es alles in der App. Also klicken Sie sich da mal rein, können Sie sich downloaden und dann sehen Sie eben die Gründe für die Schalker Krise. So, dann hören wir doch mal als erstes, was Jochen Schneider dazu gesagt hat. Lex Nübel hat so viele gute Spiele für uns gemacht und auch ihm sei es mal zugestanden, einen Fehler oder 2 Fehler zu machen. Wir hatten einfach zu viele, die heute nicht ihre Form gehabt haben und da gehört Alex sicher auch dazu. Und jetzt geht es darum, auch für ihn, für alle anderen durch harte Arbeit und Training dafür zu sorgen, dass sie wieder in Form kommen. Ich habe die Pfiffe gehört, ganz ehrlich, die brauchen wir nicht. Ja. Gut reagiert, ne? Oder? Die braucht man nicht. Hast du recht? Auch wenn man die Fans verstehen kann. Hilft keinem zu pfeifen, jetzt zusammenhalten, durchziehen. Schauen wir mal. Machen wir ins Spiel rein. Armin, das 2:0 von Timo Werner. Die Defensivleistung der Schalker Mannschaft war da nicht so besonders gut, ne? Kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen. Also ich viel wenn zu man viel ihn Platz so freilässt? Ja, im Strafraum angespielt zu werden und dann noch mit dieser Schnelligkeit, die er dann hat, mit einer, die Möglichkeit hat, mit einer Täuschung dann aufs Tor zu schießen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass man das Ding auch trifft. Ich bin ja froh, dass wieder geschossen wird, mal ab und zu, ne? Aufs Tor. Ne? Das sieht man ja auch sehr häufig. Oder du wolltest was dazu sagen? Wenn du den Pass siehst, der wird frei im 16er angespielt. Ja, ein deutscher Nationalspieler. Das war kein Konter. Das ist, nicht ganz einfach, danach zu verteidigen. Ich glaube, welches Tor war das eigentlich? 0-4 oder? Das ist 0-3, ne? Das ist 0-3. Nein, zweite. Zweite? Ja. Nee. Also schon ein wichtiges Tor, ne? Oder? Aber das Entscheidende ist, der Innenverteidiger schiebt nicht in die Halbposition. Und man weiß, Werner kommt durch die Systemumstellung. Mit einem Mittelstürmer Schick kommt er vom Halbraum sehr gerne in diesen Laufweg. Und da muss aus meiner Sicht der zweite Innenverteidiger, der die halbrechte Position spielt, einen Tick rausschieben, um also den Weg zuzustellen. Die sind alle im 16er. Zu tief stehen sie sowieso. Also ja, sie stehen viel zu tief im Prinzip bei 4-1 und keiner geht raus. Also so kann man nicht verteidigen. Und es ist jetzt keine typische Position für Timo, eigentlich weil er schon nicht, im 16er drinsteht. Ja. Normalerweise kommt er von außerhalb vom 16er und macht dann den Move nach innen. Nochmal, ich glaube sogar der Verteidiger rechts neben ihm hat einen Nullraum zugedeckt, das heißt, da war niemand draußen. Er muss eigentlich den Passweg dann nach innen schließen, weil der Innenverteidiger sich schon auch ein bisschen darauf konzentriert hat, das Zentrum stark zu machen, wie du gesagt hast, mit Schick. Aber das sind auch,
nochmal, es ist einfach schwierig, wenn du gewohnt bist, normalerweise höher auch Bälle zu verteidigen und auch früher in Ballbesitz zu kommen. Schalke ist neben Leverkusen und Bayern die Mannschaft, die am wenigsten Pässe des Gegners zulässt. Ja, knapp über 9, dann kommen sie schon wieder in Ballbesitz. Das zeigt eine ganz klare aktive Spielanlage. Und wenn du dann so oft hinterm Ball herlaufen musst und so tief auch immer wieder in Problemsituationen reinkommst, ist schwierig. Ich habe manchmal das Gefühl, Verteidigen ist auch nicht mehr in, es wird gar nicht mehr richtig geschult. Oder, ja, ich kenne das anders. Wenn Stürmer im 16er ist, also dann sollte ich schon mal ein bisschen in seiner Nähe sein. Ein bisschen Textilkontakt. Das hat auch nichts mit draufgehen und tief stehen zu tun. Ne? Das Kommen hat sich heute schon gelohnt. Wir haben vom Alex gelernt, manche Mannschaften verteidigen eher aggressiv gegen den Ball und andere versuchen, die Passwege zuzustellen und zu verteidigen. Das finde ich amateurhaft, aus meiner Sicht, dass ich es bisher so klar nicht verstanden habe. Ja, das kann ich nichts dazu sagen. Ich danke recht herzlich für. Und es gibt einen Nullraum, das haben wir auch. Wenn ich aggressiv verteidige, und zwar denjenigen, der den Pass spielen kann, dann unterbinde ich ja den Pass. Also von daher. Ja, aber die zwei Optionen, die unterschiedlichen Philosophien, finde ich gut. Und Nullraum sollten wir jetzt nicht zu hoch hängen. Das ist die Übersetzung von, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? sag mal, wie viel Platz willst du dem noch lassen? Das ist der Nullraum. Aber sag was zur Entwicklung von Timo Werner. 21 Tore. Sprechen für sich logischerweise. Ja. Ich fand das in London auch bemerkenswert, dass er dahin geht. Und es tut ihm gut, dass er jetzt, dass er mit dem Schick dass da einer im Zentrum ist und er kann so ein bisschen um den rum und sich da frei bewegen. Er hat wieder dazugelernt, muss man ganz klar sagen. Timo hat wieder dazugelernt, weil er hat früher schon Probleme gehabt, wie er ganz auf Außen hat spielen müssen. Da hat er Probleme gehabt. Das war ein eindimensionaler Spieler. Er lebt von seiner Schnelligkeit, von seiner Dynamik. Mittlerweile macht er aber auch auf den Außenpositionen eine gute Figur. Also er hat sich eigentlich stetig entwickelt, muss man sagen. Ja. Lieber ist ihm sicher, wenn er mehr zweiter Stürmer ist, ja, um dann in die Tiefe zu gehen. Aber mittlerweile ist er auch in der Situation gut, wenn er außen auch schon gedeckt wird. Also er ist eigentlich immer besser geworden. Weil er Optionen hat und sie kriegt vom Trainer auch. Früher war er völlig eindimensional die Linie rauf und runter. Und dann musste er weglaufen einem oder wenn nicht, dann war es halt nichts. Jetzt ist er ein viel kompletterer Spieler. Das ist ein prima. Man muss bei Nagelsmann einfach auch sagen, dass er das wirklich hingebracht hat, klar. Die Spieler besser zu machen, die Spieler auf Position spielen zu lassen, dir der Mannschaft da helfen und die Spieler so zu überzeugen, dass sie das auch gerne machen. Ja. Das macht der Julian Nagelsmann wirklich hervorragend. Er lässt sich immer was einfallen. Das für sein Alter, muss ich sagen, was er auch sagt. Ich habe das Interview dann auch teilweise gesehen. Ja, es ist alles vernünftig, was er sagt. Und das ist etwas, wo er absolut überzeugt ist, keine Show oder sonst was. Der ist authentisch und das bringt er seine Spieler auch rüber. Ja. Ja, und das Armin, ist ein großes Verdienst von Ich fand von dieses Nagelsmann. Interview von Julian Nagelsmann diese Woche wirklich sensationell Alter, ne? Stark. Der Junge, Entschuldigung, ist 32. Eben. Überleg mal, wie wir damals drauf waren. Und der sagt etwas, wozu ganz viel Mut gehört, gerade in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, wir beklagen an vielen Orten mangelnde Führungsqualitäten in der Politik, in Unternehmen. Alle reden nur noch von flachen Hierarchien. Und dann kommt der Julian Nagelsmann und sagt auf die Frage, was er denn für ein Typ wäre, was denn so seine Vorstellung vom Leben sei. Ja, er wollte immer schon eine Führungspersönlichkeit sein. Und das ist er. Ich finde, ohne arrogant zu sein, sondern einfach brettstark. Und aus meiner Sicht wächst da der nächste Jürgen Klopp ran. Ich finde, der hat das Potenzial, ein Weltklasse-Trainer zu werden. Also, und wenn der, ganz kurz noch, wenn der Werner so stärkt durch den Schick und, vergessen wir nicht, Nkunku, spielt überragend über den Halbraum, über den linken Flügel oder wechselt mal auf rechts. Dadurch sind die sowas von unausrechenbar. Das alles hilft Timo Werner. Also es hilft ihm sehr, das haben wir gerade festgestellt. Es gibt viele Gerüchte um ihn. Liverpool ist eine Option oder soll eine sein. Wir sprechen nach einem Spot darüber. Ja, Liverpool wird immer in Verbindung mit Timo Werner gebracht oder umgekehrt. Alex, wo würdest du ihn denn sehen? Was passt zu ihm?
Liverpool würde von der Spielanlage total zu ihm passen. Ich finde bei dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, sehr interessant, dass er dann nach dem Spiel selber sagt, also Timo Werner, der beste Trainer der Welt heißt nicht Julian Nagelsmann, sondern Jürgen Klopp. Also die Aussage fand ich sehr spannend. Da würde mich dann sehr interessieren. Ich fand was Julian Nagelsmann gestern gemacht hat, ganz, ganz spannend, weil Julian Nagelsmann eine Führungsperson ist, weil Julian Nagelsmann ganz viel mit Timo Werner und all den anderen Jungs gemacht hat. Aber natürlich den Anspruch hat, und das kann ich total verstehen, dass so jemand wie Timo Werner sagt, hey, ich bin hier richtig gut aufgehoben, der hat mich geformt. Armin hat meiner Meinung nach völlig recht, der hat aus Timo Werner noch mal ein paar Prozent mehr rausgeholt. Mhm. Dass der sich nach dem Spiel ans Mikro stellt, und vielleicht war es ja gar keine böse Absicht, aber er hat es eben gesagt. Naja, Liverpool, das würde natürlich grob passen, weil tolle Spielanlage mit Geschwindigkeit passt zu mir. Und außerdem ist da der beste Trainer der Welt aus Deutschland. So war ja sein Otto. Mit seinen Worten, also von daher hat er es wahrscheinlich deshalb auch gesagt. Ne? Der wollte ja seinen eigenen Trainer in den Senkel stellen, da also bin ich überzeugt. Also ich wüsste gerne, was Julian Nagelsmann dazu sagt. Ich weiß nicht, ob er die Durchwahl hier hat. Aber ja, hallo. Ich Welttrainer. Klopp hat gerade Champions League gewonnen. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber diskutieren im Moment. Nagelsmann gerade kurz vor der Heiligsprechung, aber gewonnen hat er noch nicht. Aber mal im Ernst, also glaubt ihr, dass Julian Nagelsmann das nicht mit einem mindestens Augenbrauen hochziehen wahrgenommen hat, dass Timo Werner nach dem Spiel so eine Aussage tätigt? Ja, wenn man es so deutet, wie du das jetzt sagst, vielleicht schon. Ja, aber ich wüsste gerne, ob er das nicht auch so deutet. Also ich kenne Timo, also so doof ist er nicht, dass er sowas sagen würde. Also das, der hat es darauf bezogen, dass er natürlich die Champions League gewonnen hat, ja, dass er jetzt Welttrainer geworden ist. Darauf hat er es mit Sicherheit bezogen. Guck mal, muss ich meinen ehemaligen Spieler schon mal in Schutz nehmen. Also Timo Werner auch noch mal gerade selbst hören, dann können wir noch mal darüber diskutieren, was er gesagt hat. Es ist ziemlich leicht, mit so Gerüchten umzugehen, weil ja, solche Gerüchte kommen natürlich nur, wenn man gut spielt. Und das ist mein Ansporn, weiterhin so gut zu spielen, dass die Gerüchte noch weiter da sind. Weil dann weiß man, dass man interessant ist, dass man gute Leistungen bringt. Und natürlich freut einen das, wenn man sowas gesagt bekommt, nachgesagt bekommt. Aber man darf sich nicht drauf ausruhen. Man muss weitermachen und genau so gehe ich die Sache auch an. Ich finde ihn unheimlich sympathisch, bodenständig. Der hat überhaupt keinen Highflyer. Sorry, der fährt kein Ferrari und ist nicht tätowiert von oben bis unten, sondern ein netter Junge, den ich gerne in der Nationalmannschaft sehe. Und wenn er Jürgen Klopp lobt... Woher weißt du das denn alles? Nein, vergiss es. Komm. Wenn er Jürgen Klopp lobt, dann reden wir über eine andere Kategorie als Nagelsmann. Ich habe auch nicht gesagt, dass der zum jetzigen Zeitpunkt schon auf dem Level ist. Kloppo kommt nach Dortmund und wird aus der kalten Hose 2011, 2012 deutscher Meister. Ein Club aus der Nähe hier wollte damals auch Meister werden. Hat es aber nicht geschafft. Der wird Pokalsieger. Der ist sowas von vorne, Kloppo, in jeder Beziehung. Und wenn Nagelsmann sich da ranrobbt, ja, bleibt trotzdem mal 10 Jahre bei Timo Werner. Hat ja noch Vertrag bis 23. Warum soll er eigentlich in Leipzig bleiben, Alex? Er hat noch keine einzige Aussage gesagt, wo er gesagt hat, er möchte gern weg. Er hat gesagt, das ehrt ihn. Er hat aber auch schon in dieser Woche ein Interview gegeben. Vielleicht dann doch muss man aufpassen, wie viele Interviews man gibt. Nicht, dass er das macht, aber er hat diese Woche ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, er fühlt sich noch nicht ganz in der Lage, auf diesem Niveau zu spielen. Also finde ich total okay. Übrigens, Timo hat auch in Stuttgart einen ganz guten Mercedes gefahren. Also siehst du? Die kommen schon alle glaub, auch mit Vierrädern zum und Training. Ja, die müssen Mercedes fahren. Sponsoring, genau. Auf welchem Niveau siehst du ihn denn, Alex? Ich sehe ihn auf Top-Niveau in Deutschland. Und vor allem, wo ich immer so ein bisschen noch mehr drauf gucke, wie andere vielleicht, was macht tatsächlich seine Körpersprache? Da hat er jetzt nach einem Foul gegen Kunku, Harit herzogen. Und der wollte sich bei ihm entschuldigen. Sagt er, nee, brauchst du mich nicht bei mir entschuldigen. Hier, entschuldige ich bei ihm. Das hat man, aber da muss ich auch sagen, jetzt ist schon wie alt? 21, 22? Der Junge spielt seit 5, 6, 7 Jahren Bundesliga. Da lernst du dazu, ja, und das tut er. Das siehst du in jedem Spiel. Er hat eine ganz andere Rolle wie noch in Stuttgart damals, wo er viele, viele gestandene Führungsspieler um sich herum hatte, wo er dann auch das eine oder andere Problem damit hatte. Jetzt wirkt er ganz anders. Außerdem war es mal gut, dass er aus Stuttgart wegkommt. Man muss ja mal sagen, ab und zu, um erwachsen zu werden, muss man mal aus der Stadt auch raus, wo man eigentlich ist. Oder? Hast du ja auch gemacht, ne?
Ja gut, ich habe ja relativ früh schon aufhören müssen. Ich habe die Karriere als Spielejahr nicht gemacht. Aber für ihn war es mit Sicherheit auch wichtig, dass er rauskommt, ja? Dass er erwachsen wird, dass er in eine andere Stadt kommt. Und das macht auch was aus mit dem Spieler. Ja? Und nicht nur, dass er sich fußballisch entwickelt, sondern dass er sich menschlich entwickelt. Und ich glaube, das hat Timo, der ist immer noch ganz jung. Ja? Der spielt schon so lang und ist immer noch ein ganz junger Hupfer. Ja? Ich glaube, dass der immer noch Steigerung möglich ist. Ja? Und da brauchst du natürlich auch immer eine Mannschaft dazu und brauchst einen Trainer dazu. Und ich glaube, beides passt. Ich glaube aber auch, dass er nicht auf Dauer, wenn er weiter so spielt, in Leipzig bleibt. Das glaube ich nicht. Was fehlt ihm denn noch? Oder was kann er noch besser machen? Sagen wir es mal so, nicht was fehlt. Ich glaube, es ist immer noch ein Schritt aus, seine unfassbare Geschwindigkeit der Ballkontrolle anzupassen. Mhm. Und du siehst auch jetzt wieder bei dem Tor, wenn du einen Kunku, wenn du auch Forsberg auf die Gegner zugehen siehst, die haben eine klare Körperfinde. Timo macht ganz, ganz viel mit seiner Geschwindigkeit. Das macht er gut, er hat super Laufwege, er erkennt gut Räume, aber dieses auch auf enge Räume nochmal mit dem ersten Kontakt gute Lösungen zu finden, ich glaube, da muss er auf Top-Niveau dann nochmal einen Schritt machen. Aber es ist doch wichtig, dass er von sich selber aus sagt, ich glaube, ich bin noch nicht ganz auf dem Niveau. Ich denke auch, deswegen, mir wurde ja viel reingeheimnis in dieses Flirten mit Liverpool. Ich glaube, das war auch ein bisschen, und das musst du einem Jungen auch zugestehen, dass er ein bisschen leicht beleidigt war im letzten Sommer, als der Verein hier aus der Nähe gesagt hat. Um die Ecke wollte ich sagen, ja. Als die Bayern gesagt haben, danke. Für uns ist er nicht gut genug, noch nicht gut genug. Das war, glaube ich, in Richtung Bayern. Hat ihn angesprochen. Nehmt ihr mal den Sané. Hm. Ja. Ich glaube nicht, dass er zu den Bayern wechselt. Aber er war sehr offen, auch gestern nach dem Spiel, was die Titelambitionen von Leipzig angeht. Meisterschaftskandidat Nummer 1 in der Winterpause hat uns nicht gut getan. Wir haben ja Punkte dann liegen lassen, weil wir einfach auch nicht mehr konzentriert waren. Viele haben ja vielleicht zu viel mit dem Gedanken gespielt, können wir es werden, schaffen wir es denn. Aber jetzt, nachdem wir wieder einen Punkt hinten sind, spielen wir viel befreiter wieder, spielen wir wieder nach vorne, viel unbekümmerter und das hilft uns und vielleicht können wir am Ende dann noch diesen entscheidenden Schritt machen, um dann auch vielleicht es noch zu werden. Finde ich wieder eine super Aussage. Ich habe das Spiel kommentiert, Leipzig gegen Gladbach. Und Leipzig hatte davor schon in Frankfurt eine ganz schlechte Halbzeit gespielt. Und jetzt spielen die zu Hause gegen Gladbach, Topspiel, Samstagabend. Und Gladbach nimmt die komplett auseinander zur Pause, führt in Leipzig 2-0, obwohl Gladbach nun kein Auswärtsriese ist. Leipzig spielt einen Fehlpass nach dem anderen und dann kommt wieder mein Freund Nagelsmann. Volles Rohr, alles auf eine Karte, zwei Stürmer on top rein, Partie gedreht. Und das, was Timo gerade sagt, seitdem die nicht mehr in der Rolle des Gejagten sind, sondern wieder des normalen Verfolgers, sind sie wieder cool, sind sie wieder locker und spielen wieder. Eigentlich hat er ja gesagt, wir glauben trotzdem noch dran. Ja, ist ja auch richtig. Warum denn nicht? Aber ich glaube, das ist genau das, was Nagelsmann noch lernen muss, was er in dieser Saison auch lernt. Er sagt, wie gejagt, wir sind Erster und ich will Erster werden. Ich will. Ich glaube, dass er selber gemerkt hat, auch die Mannschaft ist noch nicht so weit. Vielleicht wollte es schon zu früh zu viel, diese Pressekonferenz in Frankfurt. Da hast du das Gefühl gehabt, der ist beleidigt über das, was da so gerade passiert. Sie fühlen sich wohler, was ich sehr gut verstehen kann. Die sind noch nicht, das musst du lernen. Das, was die Bayern können und andere, die da oben schon länger rumtouren, das müssen sie noch lernen, wie das ist, wenn du plötzlich wirklich Meisterschaftskandidat bist. Das ist nicht, wir wollen mal und gucken mal und haben eine gute Phase, sondern das musst du pauken. Und dagegen steht dieser unbändige Ehrgeiz von Nagelsmann. Und den noch domestizieren und das mit der Mannschaft gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, sie nähern sich jetzt an. Aber das wir müssen auch mal Geld verdienen ab und zu. Das weißt du doch hier bei uns. Ne? Also, entschuldige bitte, ich weiß, gehört sich nicht. Aber gleich reden wir über Borussia Dortmund. Die bleiben auch dran. Also dank Haaland. Dank Can, oder wie heißt es so schön jetzt? Schorland. Also, Sie können erstmal was gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Viel Glück. Hallo von Adel und Band, live aus dem Hilton Hotel am Flughafen, der Check 24 Doppelpass. So, Borussia Dortmund ist plötzlich wieder voll im Geschäft. Nur wenigen Wochen sah es so aus, als würden sie die gesamte Saison verspielen. Das Pokal aus in Bremen, Niederlage gegen Leverkusen, dazu 10 Gegentore in 3 Pflichtspielen. Doch 2 Wintertransfers scheinen jetzt die Probleme des BVB gelöst zu haben. Haaland und Can. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Gestatten Emre Can, deutsches Defensivbollwerk, und Erling Haaland, norwegischer Offensivrambock. Zusammen bilden Haaland und Can Chorland, den vielleicht besten Wintertransfer-Doppelpack der Bundesliga-Geschichte. So schaut's aus. Und dabei sollen Wintertransfers doch angeblich immer so kompliziert sein. Es ist nicht einfach, besonders in dieser Transferperiode im Winter. In Dortmund hat man im Winter aber ganz offensichtlich ein sehr geschicktes Händchen und anderswo offensichtlich nicht. So schaut's aus. Zurück zu Haaland und Can. Die beiden passen tatsächlich wie Faust auf Auge in den BVB-Kader. Zu den vielen filigranen, hochtalentierten, aber ein bisschen körperlosen Ballzauberern sind jetzt noch zwei echte Kanten dazugestoßen. Und mit Haaland spielt Dortmund wieder Männerfußball, auch international. Haaland, der Henker von PSG. Und der nächste Sargnagel für Werder Bremen. Und Emre Can ist der neue Bodyguard und Stabilisator von Schwarz-Gelb. Nach durchwachsener erster Hälfte in Bremen peitscht der neue Aggressive Leader seine Mitspieler an. Die nackten Fakten sprechen für sich. Dortmund gewinnt wieder auswärts und spielt sogar zu Null. Ein sehr gutes Team hat mit Haaland und Can die entscheidenden fehlenden Puzzleteile bekommen. Mit Haaland kann man jedenfalls über das Dortmunder Saisonziel zumindest wieder nachdenken. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Armin, du hast gerade so zustimmend genickt. Du hast gerade so zustimmend genickt. Ja, absolut, weil es hat Dortmund einfach gefehlt die letzten Jahre. Nach Lewandowski haben sie nie mehr so einen Stürmer gehabt. Jetzt haben sie mit Haaland wirklich einen erstklassigen Stürmer, der auch noch besser wird. Das war notwendig. Sie haben eine unheimlich talentierte Mannschaft. Aber so einen Spieler vorne drin zu haben, das ist etwas, da kannst du Titel gewinnen mit so einem Spieler. Aber waren sie offensiv nicht sowieso schon immer sehr gut? Ja, aber es fehlte diese Mittelstürmerposition, die Favre auch nie so richtig wollte, meinst du? Zumindest hattest du nicht den Eindruck, dass er diese Art Fußball, dass ihm das gefällt. Jetzt wobei ich glaube, Alcacer in den Statistiken auch ganz vorne war in den ersten 8, 9, 10 Spiele. Also das war jetzt kein... Ja, aber ist ja kein Vergleich. Ich war sehr überrascht. Ist ja kein Vergleich, ja, aber trotzdem, man muss schon auch ein bisschen abwarten. Der Junge ist 19. Ich habe ihn, vielleicht war ich auch draußen was trinken, aber ich habe ihn in der ersten Halbzeit nicht komplett gesehen gegen PSG. Ja, da waren die Aktionen überschaubar. Ja, aber trotzdem, ich finde, man muss erst mal abwarten, wie er sich weiterentwickelt. Im Moment spricht alles dafür, ohne Zweifel, vor allem, weil er auch ein geerdeter Junge ist. Der war davor jetzt ja, und in Salzburg hat er einen sehr guten Job gemacht. Aber man muss trotzdem mal noch abwarten. Ich finde, dass seine Geschwindigkeit gerade eben noch nicht zu seinem ersten Kontakt passt. Das war bisher anders und das tut ihnen vielleicht auch gut, dass sie diese Option jetzt haben. Das hatten sie nicht. Und diese Spielanlage, das ist das, was sie dann jetzt zielgerichteter macht. Also du hattest ja bei denen manchmal so das Gefühl, die berauschen sich an ihrem eigenen Zinnober, diese Sanchos und Tiki-Taka Brand. Das ist alles wunderbar, aber jetzt haben sie einen, den kannst du so anspielen. Und dass der Favre den Schritt mitgegangen ist. Plus Can, oder müssen wir Haaland doch noch weiter erstmal jubeln? Entschuldigung. Aber bitte. Tatsächlich. Ich meine, nochmal 19. Der Wahnsinn. Aber er wird natürlich eine Delle kriegen. Wenn das nicht so wäre, dass ein junger Spieler auch mal irgendwann Luft und dann schießt er 4 Tore nicht und wir zählen ihm wieder vor, wie viele Minuten er gerade wieder ohne Tor ist. Das wird es alles geben und daran wird er wachsen. Auch wenn er kein Tor schießt. Die Anlagen hat dazu. Auch wenn er kein Tor schießt. Das ist einfach ein von der Statur her. Und den musst du dich ja kümmern. Von dem, was du brauchst. Das kannst du mit Alcacer gerade. Genau. Kannst du gar nicht vergleichen. Das ist gar kein Vergleich. Und das ist das, was sie gebraucht haben. Ja? Also gerade für diese spielstarken Spieler, die auch noch über außen kommen, aus dem Mittelfeld raus, jemanden zu haben, den du vorne anspielen kannst, der Statur hat, wo ich sage. Und der sich bewegt. Der Alcacer war der bewegt sich ja auch. Hatten sie ja eine Sturmspitze, aber der war statisch, irgendwo festgenagelt im Strafraum. Aber der meisten Einwechsel hat seine Tore gemacht bei Einwechslungen. Der hat ja gar nicht von Anfang an gespielt. Ja. Aber am Dienstag gegen PSG, als Alex was trinken war. die erste Aktion von Dortmund, die war nicht spektakulär, außer wenn du im Stadion siehst, dass da auf einmal ein
Galopper anfängt, dass der Boden bebt. Ja? Ist wie beim CHNO in Aachen, wenn Hugo Simon über den letzten Dreifachoxer geht. Hugo Simon und, kennt auch nicht mehr jeder. Okay, egal. Hier, also der Sancho hat den Ball im Halbraum am Mittelkreis. Und die laufen eigentlich mit 2 gegen 2 auf die Abwehr zu. Und der Haaland fordert den Ball sowas von radikal positiv. Der rudert mit den Armen und Sancho, das was Kollege Reif sagt, verspielt, geht da in irgendein Dribbling, was nicht nötig ist. Wenn er den Ball in die Gasse spielt, steht es nach 5 Minuten 1-0 für Dortmund, wenn Haaland cool ist, was er im Moment ist, weil der wäre frei aufs Tor zugelaufen. Also aus der Zirkus Sarrazani-Einstellung. Andererseits hat er mit Sancho natürlich wunderbare Zuarbeiter auch unter anderem, ne? Muss man auch sagen. Ja, klar. Also, aber der Sancho kommt immer so schlecht weg, finde ich. Nein, ich der, meine, der hat auch Sancho kommt nicht schlecht weg. Sancho ja. ist der Sancho. Hat ja, ihn bald weg. Aber nee, jetzt. Sancho ist im Moment neben Messi der beste Scorer in Europa. Ja. In dem glaube, Alter. Ich glaube, dass ihm vorgeworfen war, was abseits vom Platz ein bisschen schiefgelaufen ist in den letzten Monaten. Und das muss vielleicht mein 19-Jähriger, jetzt bald 20-Jähriger, dann auch zugestehen. Und dann muss ich auch sagen, zu der Aktion, die du gerade gesagt hast, bei Haaland, ich glaube, wenn Haaland sich die Schuhe bunden hätte nach 3 Minuten, hätte das ganze Stadion schon tobt. Ja, weil jeder genau weiß, wenn der gerade eben irgendwo in der Nähe ist, von seiner Körpersprache und Armin, da gebe ich dir recht, dann sieht ihn auch das, gerne, dann ne? Man sieht ihn aber auch gerne, ja, oder? Ja. Findest du nicht? Aber ich hoffe nur, dass wir jetzt dann zum Thema Can kommen, weil ich glaube, dass du wenn wir die große Frage stellen, nämlich die Saisonziele von Dortmund. Kommen wir doch sowieso. Die Saisonziele, wirst du mit Haaland ist ein wichtiger Baustein, aber der wichtigere nach meinem Dafürhalten ist Can, weil wenn es gut lief. Lief es bei Dortmund so gut, da musstest du dir keinen Kopf machen. Wenn es nicht gut lief, haben sie verloren. Und nicht nur ein schmutziges Unentschieden, sondern sie haben es verloren. Weil sie niemanden hatten, und wir kommen hoffentlich noch zu der Formulierung Mentalität, da freuen sie sich in Dortmund sofort wieder. Zwingend. Aber natürlich fehlt ihnen einer. Wollte ich gerade schon fragen, du hast recht, ja. Bitte? Mentalität, wollte ich gerade schon fragen. Aber natürlich, das ist doch... Weil Haaland hat die zum Beispiel, sagen sie in Dortmund, ne? Der kommt als erster zum Training, mit 19 finde ich das bemerkenswert. Aber was... Macht extra... Das Mentalitätsproblem war aber ein anderes. Das Mentalitätsproblem... Du meinst gesamt. Sie haben dort missverstanden, den Unterschied zwischen Mentalität und Charakter. Du hast doch niemandem den Charakter abgesprochen. Mhm. Aber der Haaland ist doch auch eine Art Mentalität, eine Art Fußball zu spielen. Der kann, wenn du dem sagst, du musst jetzt was völlig anderes machen, geht's nicht. Aber sie hatten diese Typen. Sie haben einen Typen nicht, der dem Witzel auch noch hilft. Alles hing auf Witzel, bis der müde wurde. Irgendwann ist er müde geworden. Mit dem Can hast du das Gefühl jetzt, hast du einen, wenn der Wind mal von vorne kommt. Und der wird auch wieder mal kommen. Sie werden es nicht alles gegen Werder Bremen, bei allem Respekt, werden sie es nicht alles spielerisch lösen können. Sondern da brauchst du jemanden mit dieser Mentalität, der anders denkt, der dieses Defensivdenken hat, der eine Mannschaft mitnimmt und sagt so, pass auf, es reicht jetzt. Wir kriegen es heute nicht hin mit Tralala. Wir müssen mal ganz simpel einfach mal das Spiel für krallen und dann nach Hause bringen. Und das hat ihnen gefehlt. Und natürlich hat das was mit Mentalität zu tun. Hat er ja auch gegen PSG am Dienstag schon gemacht. 3 Fouls in der Anfangsphase. Fürs dritte an der Mittellinie gegen Neymar muss er eigentlich gelb kriegen. Aber der hat genau die Grenze. International kannst du schon ein bisschen mehr. Du weißt Bescheid. Logisch. Das war immer schon so. Aber er hat genau die Grenze ausgetestet. Wie weit konnte er gehen? Und hat dem Neymar direkt mal richtig wehgetan. Mit dem Pferdekuss. Wie Effe früher an der Mittellinie in Madrid. Bums. Wann war das denn? Und das sehe ich genauso. Witzel war nach der WM in Russland mit Belgien überragend, spielt eine Raketen-Hinrunde und ist danach müde. Und dann war kein anderer mehr an der Seite, deshalb ist Dortmund nicht Meister geworden. Und jetzt haben sie 2 von dem Stil. Und der Can, Alex, da gebe ich dir auch recht. Aber es ist schwierig, Witzel und Can miteinander zu vergleichen, weil Can eine ganz andere Dynamik hat wie Axel Witzel. Das ist das Grundproblem. Es geht in der Ergänzung. Diese Schleuse zuzumachen da und eine Bühne zu schaffen, damit die vorne
ihr Ding spielen können. Und bei Schahn ist es sicherlich auch wichtig, dass man seine ganze Geschichte jetzt mal sieht. Ja, mit Super Leverkusen, dann in Liverpool nicht so richtig, bei Juve nicht so richtig und jetzt kommt er zurück, trotzdem als Nationalspieler. Ich habe ihn damals verfolgt bei der U21 in Tschechien, ich glaube 15 war das oder sowas. Da hat er diesen Führungsanspruch, den er von sich selber ausstrahlt, auch nicht erfüllt. Jetzt will er einfach auch klar zeigen, ich bin jetzt bei einem großen Verein und kann das große auch. Chance. Ich finde den Begriff Puzzleteil ganz gut, so wie man gerade eben auch im Beitrag gesehen hat. Weil ich glaube, auch bei Emre Can müssen wir vorsichtig sein. Der kommt aus einer Hinserie, die überhaupt gar nicht gut funktioniert hat in Turin. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber wir müssen dann auch vorsichtig sein, ihn jetzt nicht zum Heilsbringer zu machen, wie wir den Neuner da vorne, Haaland, gerade eben zum Heilsbringer machen. Das ist alles, ich bin auch totaler Fan von diesen Einkäufen. Beide passen sehr, sehr gut. Aber er alleine wird es nicht richtig. Nein. Er zieht ja die anderen mit. Darum geht es dass du diese andere Kategorie des Fußballs auch etablieren musst in der Mannschaft, wenn sie in der Spitze spielen will. Also nur nochmal, wenn sie gut gespielt haben, spielen sie für mich mit den attraktivsten Fußball weltweit. Ich kenne keine Mannschaft, die dir so einen Spaß macht und die zu Hause bleibt dir die Luft weg. Ja. Also wenn das zack, 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 zack geht und dann haut der Blonde das Ding da rein, das ist überragend. Aber Can hat schon eine andere... Absolut. Der wichtigste Transfer ist, widerspreche ich mal Marcel, was ich nicht oft mache, aber ist für mich Haaland eindeutig. Weil ich glaube, wenn du wirklich Titel gewinnen willst, dann brauchst du jemanden, der vorne knipst, egal wo es war. Kannst du reingucken, wo du willst, ob es Real war mit Ronaldo, ob es Barcelona war mit Messi, ob es Bayern ist mit Lewandowski. Und das haben sie nicht gehabt. Und die haben jetzt einen Jungen, der ist zwar 19 Jahre alt, natürlich kann der auch mal schwächere Phasen haben, aber so einen brauchst du. Du brauchst einen, um Titel zu gewinnen. Und darum ist für mich Haaland der wichtigste. Aber ich widerspreche nicht gerne mal erfahrener Trainer, aber ich glaube, dass ihr großes Problem in der Vorrunde auch schon war, den Umschaltmoment. Sie haben eine ganz schlechte Restverteidigung in viele Situationen gehabt und das haben sie mit Can nicht mehr. Deswegen bei denen, die haben 63 Tore, die haben nur Bayern und HSV hat so viele Tore in der Geschichte bisher mal geschossen. Da hat natürlich Haaland seinen Beitrag dazu gemacht, aber wenn die es nicht schaffen, die Restverteidigung so zu kontrollieren, dass sie nicht auskontert werden können, bei denen viele offensive Spieler, die sie haben, das kommt mir immer leichter hin, als dass man vorne jemanden findet, aber Aber da war der Witzel der Einzige, der hinten plötzlich alles abdecken sollte. Und weil er die Geschwindigkeit nicht hat. Und für die Can hat eine andere Grundaggressivität, Grundgeschwindigkeit gegen den Ball. Und ich bin auch sehr gespannt, egal in was für Konstellation, wie sich das gegen PSG... Aber wenn er so stark ist, ich meine, der spielt richtig gut, du hast recht. Also für Dortmund übernimmt er sofort Verantwortung. Hast du gesehen, der ist da. Vielleicht hat er die Jahre auch gebraucht. Aber wieso hat er dann bei Juve jetzt nicht so funktioniert und hat bei Liverpool nicht so funktioniert, wenn er denn so stark ist, wie man das gerade macht? Juve spielt natürlich einen ganz, ganz taktischen Fußball aus der Position heraus. Wenn du jetzt siehst, viele von den Zeitlupe-Aufnahmen, die ihr gerade gezeigt habt, da ist richtig Dynamik drin, da ist ein Umschalter, da ist eine Grätsche drin. Da spielt natürlich, das weißt du besser wie ich, da spielt natürlich Italien einen ganz anderen Fußball, vor allem Juve. Da spielen auch trotzdem die Besten immer. Also wenn ich mich durchsetze gegen einen anderen, hat das mit Taktik weniger zu tun, sondern mit Klasse am Ende. Hat es mit Klasse was zu tun, weil wenn ich Klasse habe, dann spiele ich auch taktisch richtig daher. Ja. Aber Sie haben jetzt auch gesagt, Juve hat wahrscheinlich in der Breite der beste Kader in ganz Europa im Moment. Ja, das stimmt. Ich finde das, was Armin sagt, gerade ganz interessant. Wenn du die wirkliche Klasse hast, dann spielst du überall. Ich sag mal, ein Vidal. Arturo Vidal ist für mich ein ähnlicher Spielertypus wie Emre Can, nur ein Level drüber. Der muss erstmal beweisen, dass er auf Strecke dieses Niveau bringen kann. Wenn er es schon bewiesen hätte, dann wäre er Stammspieler in der Nationalmannschaft, was er bisher noch nicht ist. Was sich aber gerade ändern wird, wenn er das so durchzieht. Macht's gut jetzt, ja. Aber für Dortmund, macht's gut. Top-Transfer, so schaut's aus, hat mir selten so gut gefallen wie heute. Was soll das denn heißen? Aber deswegen ist er nicht der Heilsbringer, sondern das passende Puzzlestück. Das meinte ich damit. Plus Julian Brandt kommt übrigens jetzt auch wieder rein. Ne? Also Julian Brandt an der Seite von Axel Witzel. Das war was auch über weite Strecken funktioniert hat. Also ich glaube, der große Luxus von Dortmund. Anders, ne? Genau, das ist der große Luxus, den Lucien Favre jetzt hat, dass er beim Gegner schauen kann, was braucht es heute für ein Spiel, was braucht es für ein System. Braucht es die beiden Arbeiter, die sich untereinander noch mal unterscheiden? Oder kann ich auch eine spielerische Komponente wie Brandt? Und das ist ein Luxus, den muss man auch erst mal suchen in der Bundesliga. Plus ein Trainer, der
Und bei ihm hatte ich manchmal so den Eindruck, ich habe ein System, weil ich glaube, dass es das Beste ist und so wird es gespielt. Jetzt die Flexibilität auf eine Dreierkette zu gehen, plus jetzt die Besetzung zu finden da hinten. Also Zagadou, der offenbar sehr viel beiträgt zur Stabilität da hinten, was Akanji nicht gelungen ist. Und sie haben es immer wieder probiert und sie haben absurde Tore gekriegt, genau in der falschen Situation. Dieses sich bewegen, ich glaube, deswegen, wir haben ja die große Frage gestellt, können die sich da oben hin orientieren? Bevor die vor diesen Transfers die mit dieser Eindimensionalität in der Taktik konnten sie sich, glaube ich, nicht. Da waren sie ein Spektakel, aber sie waren nicht meisterfähig. Na, du hast vollkommen recht. Natürlich hilft ein Can auch den Innenverteidigern oder der Dreierkette da hinten, weil er da viel abräumt, oder? Das ist ja Mentalität. Und man hat immer so gesprochen, es fehlt ein Stück Mentalität. Ja, und das sind beide Spieler mit Mentalität, ne? Der Junge mit 19 hat Mentalität. Ja, genau. In Dortmund werden sie wieder knurren, weil das Wort Mentalität, aber es ist Fakt. Es ist so. Du kannst von bestimmten Spielern etwas nicht verlangen, weil sie das nicht in sich haben. Aber von anderen, die haben das und die helfen dir genau an der Stelle. Sie werden positiv knurren diesmal, nicht wie beim letzten Mal. So, Laura, jetzt endlich. Ja, bitte. Die Frage, die Marcel gerade gestellt hat, mal zu beantworten. Zumindest die Zuschauer haben das versucht. Kann der BVB mit Charland doch sein Saisonziel erreichen? Saisonziel ist eben die Meisterschaft. 73% von Ihnen zu Hause sagen, ja, das ist definitiv möglich. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, das ist eigentlich fast alles positiv. Hier mal was Negatives. Nein, Bayern macht das wieder. Die lassen sich das nicht mehr nehmen. Aber dann eben auch viele, die richtig positiv über diese Wechsel von Can und Haaland sprechen. Der viel wichtigere Schlüssel zum Erfolg ist Emre Can, da der BVB nun kompakt steht, sagt hier ein User oder auch hier, ja, allerdings mit Haaland und Can. Sie bringen Balance und Biss. Also das vielleicht das Entscheidende für Borussia Dortmund. Sie haben uns auch angerufen, das war Ihre Meinung dazu. Mit Emre Can und Haaland hat Borussia Dortmund gezeigt, wie wertvoll die Wintertransferperiode sein kann. Mit diesen zwei Mentalitätsmonstern ist das Puzzle Dortmund komplett und alles ist wieder möglich. Eventuell zittert man in München schon ein wenig. Ja, natürlich ist die Meisterschaft für den BVB noch drin, aber es wird alles wieder mal von dem Spiel gegen die Münchner Bayern abhängen. Nein, Dortmund wird die Meisterschaft nicht gewinnen. Dafür kam die Wintertransfer zu spät. Ich denke mal, der BVB wird noch eine Chance auf die Meisterschaft haben, dadurch, dass die Abwehr stabiler geworden ist. Und denke mal, wenn der Punktestand 4 Punkte bis zum 4. April, Spiel gegen FC Bayern bleibt, dann ist die Chance noch dort. Ich zahle mal für einen Anrufer, ne? Alles ist möglich. Habt ihr das gehört? Alles ist möglich. Ja, jetzt werden sie Meister, Marcel. Ne? Das war ganz einfach, oder? Wenn die Bayern und Leipzig sich dann halten, dann können es gehen. Dann klappt es, ne? Die müssen mitspielen. Wenn die nicht mitspielen, wird schwer. Also. Alter, glaubst du nicht, oder was? Ich glaube nicht, dass die, wir haben es gerade eben einmal gehört, ich glaube nicht, dass die Wintertransfers zu spät kamen. Hm. Ich habe ja manchmal sehr viel Langeweile und habe mal recherchiert. Ich habe keinen Verein gefunden, der im Winter 2 solche Einkäufe getätigt hat in den letzten 10, 20 Jahren. Virgil van Dijk zum Beispiel ist mal in der Winterpause zu Liverpool gekommen. Ein Kevin De Bruyne lange her zum VfL Wolfsburg. Aber 2 Leute, die sind so gut reinpassen, sind ja auch nicht die so viel die beiden, verstärken. Ne? Also da muss man Dortmund schon auf die Schulter klopfen. Aki Watzke hat selber gesagt, naja, ist dann eben auch Glück. Im Sommer waren sie gar nicht auf dem Markt. Jetzt war das eine Option und wir haben zugeschlagen. Aber ich müsste jetzt wirklich noch mehr Langeweile haben, um weiter zurückzublättern, wann sich ein Verein so sehr verstärkt hat und eben gerade diese passenden Puzzlestücke sind. Lass uns doch mal aufs Spiel schauen gestern. Erste Halbzeit hat Werder noch gut dagegen gehalten, muss man sagen. Und dann kam mal wieder eine Standardsituation. In der Szene ist klar, Zagadou mit seiner Wucht, der ist ja eine Litfaßsäule hinten, so wie vorne Haaland jetzt, wenn du gegen die läufst, du prallst ja ab. Und der Selke kommt einfach um diesen Kleiderschrank nicht rum. Und dann musste auch mal so ein gewürgtes 1-0 machen. Und das Zweite ist dann einfach wieder Dortmund-Style. Und die Balance ist jetzt da in Dortmund. Und da eben die Transfers gelobt wurden. Hier kommt das Zweite gleich, weil du es gesagt hast. Schauen wir noch kurz. Das ist Dortmund-Fußball. Quasi originell, sich in genau den Halbraum reinzuspielen. Rückpass an den Fünfer, da geht ein Mittelstürmer hin. Normal geht nämlich ein guter Mittelstürmer auf den kurzen Pfosten und ein bisschen vom Tor weg. Bei dir damals vielleicht nicht.
Keine Ahnung, vielleicht hattest du sie an der Kette. Der ist gar nicht weggekommen. Das aber Thema Mittelstürmer noch ganz kurz und Schulterklopfen für Dortmund. Dortmund hat in den letzten 10 Jahren mit Aubameyang, mit eben angesprochen Lewandowski, davor schon Lucas Barrios, immer Leute aus dem Ärmel gezaubert, die hatte überhaupt kein anderer auf dem Schirm und das für kleines Geld. Über Dembélé und Sancho und... Erzähl nicht alle Einkäufe vom BVB das bitte auch. Das bin echt zu weit jetzt das führen ist an der super. Stelle. Muss man mal loben. Aber das war ja jetzt nicht. Also die zwei Einkäufe war da schon auf dem Schirm. Holland wollte halb Europa und Emre Can ist drin. Ich wollte nur andeuten, dass das kein Zufall ist. Dortmund hat für mich das beste Scouting über die letzten 10 Jahre. Das wollte ich damit unterstützen. Ja, ist eine These. Man darf ja widersprechen. Ich finde, Leipzig macht das zum Beispiel auch nicht so schlecht. Da gefallen mir noch ein paar andere Vereine bestimmt ein. Die auch gleich. Wir schauen auf diese Szene. Mal wieder viel Aufregung, der Videoassistent. In Gladbach war es gegen Hoffenheim. So hier. Kein 2-0, obwohl die Gladbacher es erzielt haben. Es wurde zurückgenommen. Also viel Aufregung, das machen wir alles gleich. Ganz in Ruhe bei uns. Hallo von Adel und Bent, live aus dem Hotel, La Mincia Flughafen, der Check 24. Doppelpass. Wir machen weiter mit Gladbach gegen Hoffenheim. Gladbach sind früh in Führung gegangen. Alex, vielleicht kannst du das mal analysieren. Das Alex. Ach so, ja. Wir können es da ergänzen jetzt. Könnt ihr beiden das mal, wollte ich auch sagen. So. Hoher Ball, 50-50. Und dann Ginter, wie ich gehört habe, jetzt schon das dritte Tor gegen die. Also trifft auch bevorzugt gegen die. Da muss dann halt da sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist viel Wucht. Rudi ist nicht komplett in der Sichtweise. Vielleicht kann er es an einem guten Tag mal halten. Aber ja, du brauchst dann in manchen Situationen einfach auch dieses Glück, das sie später dann nicht gehabt haben. Um so einen 50-50 Ball, dass der dir vor den Fuß fällt. Das sind Kleinigkeiten, wird in Manndeckung verteidigt und dann machen es ja viele Trainer, dass sie dieses Pulk mittlerweile bauen, um dann eben zu schauen, der eine blockt vielleicht absichtlich oder unabsichtlich den Gegenspieler und da hat man jetzt am Ende auch noch gesehen, Ginter war ja gar nicht der Erste, der angespielt werden sollte. Was machen Sie, einen Pulk? Die Gladbacher standen zu dritt, vielleicht können wir es noch mal einspielen, die Gladbacher standen, wenn wir früh genug in den 16er schauen können, zu dritt mit drei Leuten. Also Standard, da hinten, es sind sogar vier und jetzt stehen sie da alle auf einem Raum. So, und dann ist es der, wer ist denn das, Skov, glaube ich, oder? Wer eigentlich für Ginter zugeteilt war, steht am Ende 3 Meter weg. Das ist dann das Problem in der Manndeckung, weil du natürlich dann schnell mal hängen bleibst, wenn du so einen Pulk hast und dich also quasi zu deinem Gegenspieler durcharbeiten musst. Der Kollege war natürlich auch stinkesauer auf Brun Larsen, weil er kurz eine Anweisung gekriegt hat und dann den Flankenball verpasst hat. Es ist natürlich schwierig oftmals, auch dort, wenn du so verteidigst, dann wird in der Regel der Beginn der Situation sollte verteidigt werden und nicht das Ende, weil dann kommst du halt in so eine 50-50-Situation. Also ich habe Einstellungen gesehen, da war er nicht besonders happy, wie er das verteidigt hat. Okay, na gut, Standardsituation, ne? Funktioniert immer wieder, ne, Armin, oder? Ne? Ja, das ist wichtig. Ne? Das ist wichtig, sieht man bei Bremen. Es gab dann noch ein bisschen Aufregung anschließend. Wir schauen mal auf diese Szene. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei. Ja, der Ball, der lag nämlich nochmal im Tor, wäre theoretisch das 2-0 gewesen für die Gladbacher. Player, der hatte auch schon ordentlich gejubelt. Hier sehen wir nämlich die Szene. Also, da war Oskar Wendt, wir sehen das gleich ein bisschen näher noch, mit der Hand am Ball. Ist allerdings auch noch ein gutes Stück bis zum Tor, muss man dazu sagen. Und so ist es eben dann gefallen, wurde dann von Felix Brüch und dem Videoassistenten eben abgepfiffen, also wurde nicht gezählt, dieses Tor. Und jetzt fragen sich natürlich viele, boah, war das wirklich schon die Entstehung dieses Tores, dass das so früh abgepfiffen wurde wegen dem Handspiel? Ja oder nein? Wenn ich jetzt mal Schiedsrichter spielen dürfte, würde sagen, das war vollkommen richtig, dass es abgepfiffen wurde, weil es eben daraus dieses Tor entstanden ist und eingeleitet wurde. Also ich würde sagen, alles richtig. Ich weiß nicht, wie es die Runde sieht. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei. Armin, wie sehen wir die Szene? Es ist so ein... Ich ertrage den Videobeweis nicht mehr. Ja. Also ich war Befürworter, aber ich ertrage ihn nicht mehr. Danke. Warum in dieser Szene nicht? Weil es einfach zu lange dauert? Viel zu lange. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun. Also,
Also wird es entscheiden, wer 20 Meter, 80 Meter vom und ja, Handspiel und danach fällt das Tor. Und was macht er denn, wenn er das im Strafraum macht? Eben. Was macht er denn dann? Gibt es dann 11 Meter für Hoffenheim? Also ja, muss er ja eigentlich dann geben. Es gab ja auch Freistoß dann anschließend für Hoffenheim. Nein, also und Skopf macht so einen Ball schon auch mal rein. Das heißt, du feierst 2-0 und kriegst 1-1, 30 Sekunden später. Also ich fand ihn von Anfang an nicht gut, weil er meiner Meinung nach das Spiel verändert. Ich weiß, Gerechtigkeit und alles. Der Videobeweis meinst du? Videobeweis. Aber du kannst nicht mehr deine Emotionen folgen. Wir haben es gerade eben schon besprochen. Du wartest intuitiv als Trainer, als Spieler, als Zuschauer. Wartest immer ab, was passiert. Gestern. Du feierst nicht mehr, du freust dich nicht mehr intuitiv. Das ist das, was der Fußball groß macht, im Gegensatz zu Handball oder Basketball. Da gibt es keine Schritte, sondern der Ball ist im Netz, der Schiedsrichter pfeift, Tor. Und dann kann passieren, was will. Und heutzutage, auf der Bank haben sie auch alle Laptops und so weiter. Das guckt sich ja jeder gleich an dann auch. Ne? Also, ja, das ist immer, ehrlich, wenn ein Tor fällt, freust du dich nicht mehr. Also, das ist, weil du gar nicht weißt, zählst du jetzt oder zählst du jetzt nicht. Amen. Und es sind ja zu viele Leute bei. Es sind jetzt zu viele Leute involviert. Und also das nicht mehr unter Fußball, wolltest du sagen. Köche, gibt es ja das Sprichwort, verderben den Brei. Es sind zu viele jetzt dabei. Aber das kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück zu diesem. Zahlst du dafür? Ja, ne? Komm. Zu viele Köche verderben den Brei. Also, komm. Nein. So, danke. Armin. Was muss man denn sagen? Drei. Bei aller Kritik an der Floskel, ich bin inhaltlich voll bei dir. Ich finde, wir haben überhaupt in unserer Gesellschaft so ein... Oh, ja, gib reichlich. Fällt unten raus. Das ist nicht schlecht. Also, liebe Zuschauer, falls Sie es nicht gesehen haben, Armin Fee war schon immer sehr, sehr clever. Hat extra... Du warst selber. Das ist super. Mit der einen Hand hat er unten unser Phrasenschwein aufgemacht. Ich hab drei einbezahlt und habe sechs rausgekommen. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Das ist Novum. Da kommst, davon kann man leben. Ne? Das ist die Erfahrung. Muss ja, ich bin ja Privatier. Sie muss ja irgendwo Geld verdienen. Ja, ich glaube, so, wie kommen wir jetzt zurück zum Das liegt Dings, an deinem Sitzplatz. Andreas Rettig nimmt den Schotter mit letzte Woche. Ist ja ein guter Kaufmann. Und ja, ist bekannt dafür. Okay. So, zurück zu der Szene. Okay. Also die Szene, Armin. Regeltechnisch? Ja. Regeltechnisch war es ja wohl richtig bei Laura, denn so ist die Regel, wenn ein Handspiel in der Entstehung des Tores beteiligt ist, darf es nicht zählen. Die Regel ist aber Blödsinn, weil jeder normale Fußballer wird in dieser Situation nie auf den Trichter kommen, deswegen ein Tor zurückzunehmen. Und ich war gestern auch in Gladbach im Stadion. Bei der anderen Szene... Nee, jetzt sind wir erst bei der. Warte, ja, ganz kurz, bleib noch bei der. Oder wolltest du sagen, die Reaktion im Stadion? Darauf wollte ich hinaus. Entschuldigung, ja. Selbst die Gladbach-Fans haben sich nicht über den gegebenen Handelfmeter gefreut. Es gab überhaupt keine Euphorie, obwohl die große Chance aufs 2-0 entstand. Und der Fußball wird durch diesen Perfektionswahn, alles bis ins Detail zu optimieren, quasi enteiert. Wir hatten früher einfach Spaß am Fußball. Ball in der Kiste, alle umarmen sich, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Und das geht verloren. Ja. Und dann, das geht nicht so weiter. Marcel, du sagst wieder, wenn es gerecht ist. Und dann kam der Ball in Hoffenheim durchs Netz von außen und das ist auch nicht okay. Ja, passiert also, lass uns doch, Leute, lass es uns doch nicht schon wieder so religiös, absolutistisch diskutieren. Das ist ein Hilfsmittel. Es sollte nur von guten Schiedsrichtern als Hilfsmittel benutzt werden, von Spielleitern und nicht mehr. Aber das machen wir hier Woche für Woche. Hier ist doch wirklich nur die Frage, ist das... Ja. Ist das, dieses Handspiel, ist es wirklich relevant für den Angriff, der dann entsteht? Das kann man auch so sehen. Ich bin weitestgehend bei euch, aber wenn dieser Ball nicht dann weiter so rollt, dann entsteht dieser Angriff nicht. Und der war dann schon schnell und kontermäßig gespielt. Also man kann auch Argumente dafür finden. Ich bin doch aber auch bei euch, wenn es nur noch Buchhalter sind, die Schiedsrichter und dann rausrennen müssen und wegen jedem Quatsch und alles muss zu 1000% stimmen. Das wird es auch mit dem Videobeweis nicht sein. Er wird inflationär benutzt und angewandt, das bin ich auch bei euch. Aber das Emotionalitätsargument ist so ein Totschlagargument.
Leute, hört's auf, glaube ich. Falsche Emotionen sind auch nicht in Ordnung. Wobei das beim Fußball ein nicht ganz unwichtiges Argument ist, die Emotionen. Ja, also du solltest, weil sonst musst du zum Schach gehen oder. Ich würde doch dem Ding nicht seit 60 Jahren hinterherlaufen, wenn es nicht Emotionen gibt. Sag mal zum Beispiel, warum hat es bei der WM relativ gut geklappt, ohne alle Spiele zu sehr, relativ gut bei einer Wahr aus Ecuador funktioniert? Weil du gute Schiedsrichter hattest und gute Leute am Wahr. Ich bezweifle, dass es bessere Schiedsrichter gegeben hat, dort bei der Weltmeisterschaft, die in der Regel ein oder zwei vielleicht Top-Spiele haben, wie unsere Jungs aus der Bundesliga. Zumindest müsste das der Anspruch sein. Ja, weißt du, was ich will ja auch nur, wenn die mir heute sagen, wir müssen so und so handeln, dann ist das nicht in Ordnung. Genau. Der Schiedsrichter muss wieder als mehr Spielleiter sein und muss auch gestärkt werden. Da bin ich ja voll bei euch. Aber beim Thema Emotionen muss ich auch wieder sagen, gestern gab es auch wieder viele Szenen bei einigen Spielen, wo es Rudelbildung gab. Da ist gar nichts passiert. Erinnert euch alle an Moisander, da gab's, der wurde vom Platz gestellt, weil er zur Rudelbildung animiert hat. Und ich meine, das wird ja immer völlig falsch ausgelegt. Wir schauen jetzt mal auf die zweite Szene, komm, die du angesprochen hast. Da gab es Elfmeter dann für Borussia Mönchengladbach. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis das entschieden wurde. Dieses Handspiel hat keiner im Stadion gesehen. Ihr seht, kein Gladbacher protestiert. Und auf einmal kommt die Technokratie aus dem Kölner Keller. Das sind Totschlagargumente. Ist es ein Handspiel, ja oder nein? Ist es ein Handspiel, das dem Gegner einen Strafraum oder vorm Strafraum? Ist ja nicht eindeutig geklärt, oder? Das ist die Frage natürlich. Da nur darum geht. Also der Ball geht, glaube ich, schon an die Hand, oder? Doch, Sie haben eine kalibrierte Linie, ein Zeichen von oben nach unten. Wo zeigt war euch, dass da. Aber hier eine Einstellung. Aber das ist geil. Glaub mir, ich habe auch gestern Abend noch mit Gladbach-Fans gesprochen. Mir hat jemand gesagt, ich habe mich gefreut, dass der Player den Elfer verschossen hat, als Gladbach-Fan, weil so ein 2-0 wollten wir nicht geschenkt haben. Naja, also ich zitiere nur. Und im Stadion, es hat sich keiner gefreut. Also es ist ein freies Land, jeder darf auch Unsinn erzählen. Auch ein Fan darf Unsinn erzählen. Wenn die Hoffenheimer dadurch einen Vorteil haben, dann ist das ein Elfmeter. Und wenn du das nachweisen kannst. Also dazu geht es um zu viel. Leute, wir können nicht jetzt einfach sagen, komm, hör auf, das kann man doch mal laufen lassen. Es muss eine Rechtssicherheit da sein. Dann schafft den Videoüberweis insgesamt ab. Dieses könnte ich nicht begreifen, weil wir im Jahr 2020 sind und es gibt Hilfsmittel, derer musst du dich bedienen. Allerdings, wie so oft im Leben, zahle ich gern. Es ist oft die Frage, oder meistens die Frage, wie gehst du mit den Dingen um, die dir zur Verfügung stehen. So, und da sind wir noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Du hast übrigens noch nie gerne gezahlt. Ich habe auch bis gerade ein bisschen hier rumgekrückt. So. Armin, was sagst du zu dieser Szene denn? Ich meine, du hast gesagt, du hast keinen Bock mehr auf den Videobeweis. Ich habe es ja gestern gesehen und für mich ist heute noch nicht klar, ob das wirklich ein Anspiel war, ist unstrittig. Aber ob es im Strafraum war. Also das ist für mich heute noch nicht klar. Vorher tausendmal angeschaut. Wir haben ja später angefangen, aber bei der Doppelpass, bei Sport 1, bei der Zusammenfassung vom Spieltag, da war so eine gestrichelte Linie von oben nach unten. Wenn die richtig ist, dann war es innerhalb. Aber das könnt ihr ja einspielen, oder seid ihr technisch flott? Und wenn es so ist, was dann? Machen wir dann, ist es ein Elfmeter? Wir sind immer flott unterwegs hier. Also jeden Sonntag. Bitte, was machen wir dann? Wenn es so ist, und es ist im Strafraum, Linie zählt ja zum Strafraum, die Strafraumlinie, dann ist es Elfmeter. Dann ist es Elfmeter, ist okay. So, darum geht's. Und das kann ich, da kann ich mich nicht blindstellen. VAR kann ja nicht sagen, war jetzt aber sehr knapp, da halte ich mich zurück. Also das ist ja das Problem. Dann müssen wir auch überlegen, wieso darf er das nicht? Nein, weil er die Regeln anwenden muss. Und die Regel ist halt, Elfmeter ist dann in dem Fall, wenn der mit der Hand am 16er ist. Aber doch auch nur, wenn er klar überstimmt, oder? Also er soll doch den Spielleiter, die Spielleitung überlassen. Wir haben das Thema beim Abseits und beim Handspiel. Und wenn er sagen kann, da ist deutlich nachweisbar, durch diese kalibrierte Linie, dann also was soll er dann tun? Aber da muss ich ihn doch nicht mehr rausschicken. Also wenn die klar erkennen, im Keller, es ist Hand und es ist Hand im Strafraum, da muss ich den Schiedsrichter nicht mehr rausschicken und der schaut sich auf dem kleinen Monitor genauso das an, wie ich anschaue. Und ich habe es nicht erkannt. Und der Schiedsrichter muss nicht unbedingt bessere Augen haben. Okay, er ist jünger, vielleicht deshalb, aber ansonsten muss er es nicht haben. Und dann sagt der vom Keller, es ist Elfmeter, da muss er die Verantwortung übernehmen. Richtig. Fertig. Der entscheidende Begriff ist eben gefallen. Der entscheidende Begriff ist aus meiner Sicht eben gefallen. Der Schiedsrichter muss wieder mehr Spielleiter sein.
Er muss die Autorität auf dem Platz sein. Und aus meiner Wahrnehmung, auch wenn das viele Schiedsrichter anders sehen, verlieren die Schiris durch diese ganze Hin- und Herspulerei auch an Autorität. Und das geht bis in den Amateurfußball. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn die Respektperson Schiedsrichter weggeht. Und ich habe vor Wochen lange mit Walter Eschweiler gesprochen, die Pfeife der Nation, früher Weltschiedsrichter. Der hat gesagt... Das war doppeldeutig jetzt. Ne? Ja, ich meinte es nur positiv, ja, ja. Ein super Typ. Der hat gesagt, Spielleitung, es kommt auf die Kommunikation, auf die Körpersprache der Schiedsrichter an, mit den Spielern und, und. Und wir haben ja ein paar Top-Leute, wie Gräfe, wie Aitekin. Da gäbe es auch keine Rudelbildung. Wenn die sagen, da ist vorne und so geht's weiter, dann also weiß jeder, dass es so ist. FIFA-Schiedsrichter. Ich bezweifle nur, dass wir den Schiedsrichter stärken, was die Spielleitung angeht, wenn wir den Videobeweis jetzt komplett konsequent wieder abschaffen. Also ich glaube, dass wir im Dilemma sind, weil im Moment ist das für uns alle unzufriedenstellend. Aber also glaubt ihr wirklich, dass wenn nächste Saison der VAR wegfällt, dass dann der Schiedsrichter dadurch gestärkt wird? Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Denn wir sitzen ja doch wieder hier. Wir spielen ja mit dem Videobeweis weiter, weil wir gucken uns die Szenen an und werden nachweisen, da hat Dr. Felix Brüch nicht gesehen, dass Handspiel war. Deswegen kannst du den nicht wegtun. Deswegen wollen wir das ja auch gar nicht. Du musst es zu diskutieren haben. Du musst den Anspruch, vielleicht haben wir das auch wieder sehr deutsch, diesen Anspruch, jetzt haben wir die 1000-prozentige Sicherheit. Die wirst du auch mit dem VAR in vielen Dingen nicht haben. Und dann möchte ich wieder einen Schiedsrichter haben, der sagt, das muss ich mir nicht angucken. Ich habe die Szene gesehen, ich habe sie sauber bewertet, ich weiß, wie das war. Und damit hat es sich nicht, das ist eine Gefahr, Armin, wenn du sagst, die im Keller ist übrigens gar kein Keller, aber die beim VAR müssen dann die Entscheidung treffen. Nein, nur in dem Fall. Ist, dass du im Stadion kommunizierst, dass du ich glaube, da kriegen wir auch wieder ein bisschen die Nähe zu den Leuten im Stadion und diese Emotionalität. Es kann nicht sein, dass wir im Jahr 2020 nicht in der Lage sind, im Stadion, dass der Schiedsrichter sagt, pass auf, wir gucken uns gerade das und das an, ich habe den Hinweis bekommen, das könnte Handspiel auf der Linie gewesen sein, dann ist es Elfmeter. Ich glaube, dass dann alle Bescheid wissen. So, schlecht ist nur, wenn Dinge passieren. Lasst uns mal kurz. Dass die Fans trotzdem pfeifen, weil sie grundsätzlich, egal wie richtig die Entscheidung ist, gerade auch schon jedes Mal ihren Spruch dann skandieren, ja, gegen DFB und DFL. Ich glaube, das gehört einfach mit dazu. Ich glaube, der Fan ist damit nicht zu befriedigen. Du hast wahrscheinlich recht, dass man es nicht zurücknehmen kann. Ich bleibe dabei, für mich bringt es zu viele Situationen, die weg vom Spiel gehen, die dadurch mit entschieden werden. So, einmal durchschnaufen, machen wir einen Spot und dann reden wir gleich noch über eine Szene, die gestern Max Eberl auf die Palme gebracht hat. So, schau mal, du hast ja eben gesagt, du warst im Stadion. Ja. Kannst du das ja mal, können wir das gemeinsam mal beschreiben, sozusagen. So. Das war für mich leider die Szene des Spiels. Ab dann war alles anders und nachher hatte auch keiner mehr Lust, über Fußball zu reden. Sag erst mal, was da passiert ist. Oder worum es ging, bitte. Ja. Wegen dieser Plakate aus der Fankurve, aber das waren vielleicht 30 oder 50 Leute wie Max Eberl. 30 oder 50 zu viel? Zu viel? Ja, ja. Nicht relativieren, bitte. Pass auf, ich bin voll auf deiner Seite. Max Eberl. Im wahrsten Sinne des Wortes. Max Eberl hat nachher gesagt, ich zitiere, da sind ein paar dumme Menschen. Ja. Und die halten solche Plakate hoch. Erst recht an einem Spieltag, an dem es vorher die Schweigeminute wegen des Anschlags in Hanau gegeben hat. Wie kann man dann einen Menschen in ein Fadenkreuz stellen? Das ist ein absolutes No-Go. Das ist... Du musst doch mal sagen, wer es war, ne? Menschenunwürdig. Und das Publikum hat super reagiert. Ich hau jetzt nicht auf alle Ultras drauf, weil die sind Fußballliebhaber in der Mehrzahl. Die haben aber gerufen, Ultras raus, Ultras raus. Daran sieht man, wie die sich selber schaden. Und sie haben auch Gladbach geschadet, weil seitdem war der Spielrhythmus weg. Und nachdem wir eben über die Schiris diskutiert haben, ich fand super, wie Felix Brüch die Situation autoritär gehandhabt hat. Er hat gesagt, ich pfeife hier nicht mehr an, bevor das Plakat wegkommt. Und dann ist Eberl in die Kurve. Und Lars Stindl als Gladbach-Kapitän auch. Und dann gab es die Solidarität gegen diese Leute, die irgendeine falsch kodierte Chip
Geschichte auf der Festplatte haben. Das, so geht's nicht. Komm, Marcel, jetzt. Nein, weil sie desavouieren alle Schweigeminuten und jeden Trauerflor solche Menschen. Und das ist ein Problem in dieser Gesellschaft, dass du so etwas im Spektrum zu haben, diese Art von Hass, darum geht's. Es ist das, was in Hanau passiert ist. Und alle haben richtig reagiert in dieser Republik, vom Bundespräsidenten angefangen bis zu den Hanauern selber, die Stadt, wie sie damit umgeht. Nur das diese Dinge, die da, so etwas, was da passiert, entsteht auf einem Untergrund, auf einem Fundament. Und das Fundament ist, dass du bei aller Kritik, die du haben kannst am Modell Hoffenheim, am Modell Leipzig, ist mir völlig wurscht an was, nur wie gehst du mit Dingen, die dir nicht passen, um? Mit welcher Hassintensität darfst du das anonym ausleben? Diese Herrschaften haben Masken auf. Wenn sie wenigstens ohne Maske dahin gehen können, sodass du sie schnappen kannst und sie juristisch so verfolgen kannst, wie es sich gehört. Nein, die sind maskiert, so wie du im Netz auch anonym die Toleranzgrenzen hinschieben kannst, glaubst, hinschieben zu können ins Nirvana. Das ist Wahnsinn. Und wenn das nicht aufhört, diese Art, diese Intensität von Hass in jeder Auseinandersetzung, wirst du Hanau immer wieder haben. Und das ist jämmerlich und furchtbar. Du wirst die Grenzen nicht mehr zurücknehmen. Seit 9/11 gibt es nichts mehr, was unvorstellbar ist. Und das wird auch in die gleiche Richtung weitergehen. Irgendein Reporter hat jetzt auch gesagt, sowas darf im Staat einfach nicht mehr passieren. Wenn einer entschlossen ist, was zu machen, dann kommt er hier rein, jetzt. Alex. Dann kommt er in ein Fußballstadion. Da hast du keine Chance. Es gibt einfach, auch in sämtlichen Gesellschaften, da gibt es auch wieder USA, Türkei und wie sie alle heißen, die leben das vor in die höchste Position, dass es keine Werte mehr gibt, dass es keine Grenzen mehr gibt. Und dann hast du jemanden, der mit seinem Leben vielleicht seit Jahrzehnten schon unzufrieden war. Alex, das ist kein Einzelfall. Ich bin ja bei dir. Nur es gibt ein Vermummungsverbot. Es gibt juristisch ein Vermummungsverbot. Das Stadion kann nicht rechtsfreier Raum sein. Ich kann nicht Dinge, die ich jetzt mit dir hier draußen mache und zwei Minuten, wenn du versuch mal eine Zigarette zu rauchen, Gott sei Dank rauche ich nicht, versuch das mal da vorne in der Abflughalle. Da hast du eine Minute später hast du fünf Polizisten, da ist die Hölle los. Und im Stadion darfst du dich vermummen und darfst einen Menschen ins Fadenkreuz stellen. So ist wenn wir das für möglich halten, schaffen wir Aber Marcel, da bin ich auch total bei dir. Aber es gibt natürlich auch einen Aufklärungsdruck für solche Situationen, beziehungsweise eine Aufklärungsmöglichkeit. Und so gespalten die Fans vielleicht manchmal auch zwischeneinander sind, so solidarisch sind sie auch untereinander. Und es würde ganz bestimmt niemals irgendein Fan sagen, hey, das war übrigens der. Jetzt hat so ein bisschen angefangen, diese Woche war doch bei Münster, ja, die dann gesagt haben, hey, das war der da oben. Ja, diese Zivilcourage, die in brauchen Berlin wahrscheinlich. Auch, beim Hertha-Spiel aber auch. Man muss schon auch wissen, ich komme ja auch aus einer, oder ich war jetzt zuletzt in Brøndby, absolut fußballverrückt mit tolle Fans. Es gibt schon auch andere Wertigkeiten zwischen den Fans, wie sie Spiele bewerten. Und ich glaube, es geht immer mehr dazu, was zu machen, was vielleicht noch ausgetickter ist. Nicht von allen, aber leider von zu vielen. Sehr ernstes Thema, auch ein schwieriges, wie wir gerade festgestellt haben. Gleich wollen wir wieder über den Sport reden. Werder Bremen 0-2 gegen Borussia Dortmund. Florian Kohfeldt versucht alles, gibt alles, will es schaffen. Wie er das hinkriegen will, das besprechen wir gleich. Und dann haben wir noch, die Bayern haben sich schwer getan am Freitagabend, muss man ganz ehrlich sagen. Auch Manuel Neuer hatte erst gute Szenen und dann eben diese zum Ausgleich zwischendurch für Paderborn führte. Also das alles vor dem Champions League. Knaller am Dienstag in Chelsea in London. Vorher können Sie erst noch mal was gewinnen und dann geht es gleich bei uns wieder weiter. Hi von Hadel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Zurück beim Check 24, Doppelplatz. Schauen wir mal nach ganz unten. Es ist wieder ordentlich Bewegung im Tabellenkeller. Sogar die Paderborner zucken noch. Wir hätten beinahe bei den Bayern gepunktet. Und zwei Abschiedskandidaten haben sogar auswärts gewonnen. Überzeugender kann ein Auswärtssieg gar nicht ausfallen. Fünf Tore beim Big Chaos Club Hertha BSC. Und jeder einzelne wichtig fürs Punkte- und Torkonto sowie fürs Selbstvertrauen.
Der erste FC Köln unter Trainer Gisdol in dieser Form alles andere als ein Abstiegskandidat. Auch die Düsseldorfer haben auswärts gewonnen und das genauso in überzeugender Manier. Nach ordentlichem Start mit neuem Trainer der erste Dreier für die Fortuna in der Rückrunde und der erste Bundesliga-Sieg für Rösler. In dieser Verfassung ebenfalls Prognose: Klassenerhalt. Werder hingegen mit der nächsten Pleite und Trainer Kofeld mit der nächsten aufmunternden Ansprache. 0:2 gegen Dortmund, die sechste Heimniederlage in Folge. Nur ein Negativrekord unter vielen. Die Bremer stürzen regelrecht ab, von positiven Tendenzen keine Spur und an das letzte selbst erzielte Ligator können sich nur die Älteren erinnern. Dennoch, die Verantwortlichen stehen zu Kofeld. Aber irgendwann ist alles gesagt und alles probiert worden. Ich könnte jetzt freie Tage streichen, ich könnte, keine Ahnung, wir gehen jeden Abend zusammen ins Kino oder vielleicht machen wir was auch. Und vielleicht steigt Werder ja mit Kofeld ab, denn der Formcheck im Tabellenkeller sagt eindeutig, Werder ist momentan Abstiegskandidat Nummer 1. Alex, grundsätzlich haben wir auch hier schon öfter gesagt, ist ja gut, wenn man am Trainer festhält. Ne? Ja. Machen Sie alles richtig aus deiner Sicht? Punkt. Ja, natürlich. Florian Kofeld, ich glaube, uns auch wieder von den ganz, ganz großen Trainertalente, das wir haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt bei arg vielen Sachen daneben lag. In dem, was immer unser Problem ist, bei mir machen, müssen wir unseren Job bis Samstag 15.30 Uhr machen. Ja? Mhm. Du machst dann deinen Job ab Sonntag morgens wieder. Ja, das ist immer ein bisschen ein Problem, weil dadurch musst du halt viele Entscheidungen treffen, die eigentlich funktionieren sollten und sie funktionieren nicht. Deswegen habe ich ja, habe ich es vorher auch mal gesagt, wahrscheinlich kriege ich wieder Prügel dafür, aber er macht bisher alles richtig, oder nicht alles richtig, aber er macht alles, was er machen kann. Du hast nicht das Gefühl, dass er irgendwo abschenkt schon, ja, oder dass er, wie er gesagt hat, resigniert. Der Verein steht total zu ihm. Die Fans wollen, dass er noch da bleibt. Warum nicht einfach mal sagen, im Moment glauben wir nicht mehr, dass du den Turnaround hinkriegst. Wir suchen den klassischen Feuerwehrmann, aber wir wissen, dass das der richtige Trainer für den Verein ist und dass der im Sommer wieder mit einsteigt. Ich weiß, jetzt kommen gleich wieder diese typischen... Also für die Zukunft ist er der Richtige, sagst du? Glaube ich. Aber ich glaube, er passt Momentaufnahme perfekt. Ist es... Also, ich kenne ihn persönlich, nicht. Aber Florian wird sicherlich jetzt nicht sagen, für den Fußball gibt es 30 Lösungsmöglichkeiten. Ich habe bisher bloß 10 ausprobiert, jetzt packe ich mal die anderen 20 noch aus. Ja, das wäre ein bisschen arg riskant. Deswegen glaube ich, dass er alles probiert hat, was geht. Aber irgendwann, das weißt du auch, stehst auch mal vor einer Mannschaft, die glauben dir vielleicht noch Sachen, aber unterm Strich sagen sie vielleicht doch, so ganz vielleicht doch nicht. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht... Wie merkt man das? Es wird halt immer schwerer im Endeffekt, wenn du Spiele wenn du ständig, weniger, das ist ständig das. Spiele verlierst. Ich glaube, wir haben jetzt von 9 Spielen die letzten 8 verloren. Ja. 10-9 verloren. Von 10-9 verloren. Dann wird es immer kein schwieriger. Kein eigenes Tor geschossen dieses Jahr. Es wird so immer schwieriger, was zu finden. Natürlich kannst du immer an Schrauben drehen, aber irgendwann ist es natürlich auch Ende. Ich glaube, entscheidend ist wirklich, und dass man überzeugt ist von dem Weg, den man geht. Und dass man überzeugt ist, dass man trotzdem die Klasse hält. Und das muss natürlich der Frank Baumann machen, er ist Manager, und Bode machen, die überzeugt sind von ihm. Wenn sie überzeugt sind, dann sollen sie das tun. Was ich toll finde, dass... Aber was das junge Trainer, dass er immer, ich habe das, ich folge ja zu, wenn einer was sagt, ja. Und er glaubt daran, was er sagt. Ja? Es gibt ja viele Trainer, die sagen, ich kann die Mannschaft nicht im Stich lassen, sind aber schon lange weg eigentlich und gehen deshalb nicht, weil sie kein Geld mehr bekommen. Das gibt's natürlich auch. Aber er ist auf jeden Fall total überzeugt, dass er das schafft. Und das finde ich toll, wie er das macht. Und ob er das schafft, das weiß ich nicht. Das weiß er vielleicht auch nicht. Aber er glaubt dran und die anderen glauben auch dran. Und wenn alle dran glauben, wenn sie überzeugt sind, mit ihm diesen Weg zu gehen, um das zu schaffen. Warum glaubt die Mannschaft denn nicht dran? Ich weiß nicht, ob die Mannschaft nicht dran glaubt. Das ist doch der einzige Punkt, der entscheidend ist. Das Herz sagt einem ja. Das ist doch toll, wie sie antizyklisch und nicht wie alle anderen dem Reflex folgen. Oder wie viele andere. Trainer muss jetzt weg. Schon seit Monaten. Aber es macht er auch nicht einfach so, Marcel. Nein. Gut. Trainer muss weg. Aber nochmal, das Herz sagt einem ja. Aber der Verstand sagt dir, sie stehen auf dem Abstiegsplatz und sie spielen wie ein Absteiger. Sie kriegen weiterhin Standardtore. Also wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, die warten ja schon auf jede Ecke und dann weißt du so, jetzt passiert es wieder. Die Frage ist doch wirklich nur, erreicht er sie, die Spieler, dass die wollen? Und das, ich habe ihn kennengelernt mal an einem Abend, was kennengelernt, aber ich war einen Abend mit ihm unterhalten. Das ist ein empathischer, intelligenter,
ein höchst angenehmer Typ mit der klaren Vorstellung von Fußball. Ich halte ihn auch für ein ganz großes Trainertalent. Aber es kann der Moment kommen, wo nur noch Aktionismus hilft. Und in Bremen, fürchte ich, laufen sie schnurstracks auf diesen Punkt zu. Irgendwann musst du irgendeinen Impuls, diesen berühmten, diesen fürchterlichen, der mindestens 3 Euro kosten müsste, musst du ihn setzen. Es ist, glaube ich, auch so, dass du als Trainer, vor allem wenn du auch erfolgreich schon ganz schwierige Situationen, er hat sie damals vor dem Abstieg geredet, schon erlebt hast, dass du natürlich auch vielleicht das eine oder andere Spiel länger an dem Spieler festhältst. Pavlenka ist zusammen mit Birki der Torwart, der die meisten Tore gekriegt hat, die er nicht zwingend kriegen muss, ja, diese Expected Goals. Da musst du vielleicht auch deiner Abwehr mal sagen, jetzt müssen wir mal einen Turnaround hinkriegen. Das kriegst du vielleicht als Trainer nicht immer so hin, ohne im Detail jetzt alles zu wissen. Und dann kommt vielleicht tatsächlich ein neuer Trainer. Wie gesagt, ich finde den total authentisch auch in Bremen. Absolut. Ja, es gibt so Trainer wie Christian in Freiburg, er dort in Bremen, das passt total. Aber manchmal passt es halt nicht die ganze Zeit. Und irgendwann musst du vielleicht mal sagen, jetzt müssen wir was machen, wenn wir das Ding nicht runterfahren wollen. Und das weiß auch ich aus meiner Stuttgarter Zeit, Stuttgart HSV, die große Traditionsvereine, die sind nicht dagegen geimpft, dass sie absteigen. Aber wenn du es durchdenkst, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man ihn danach wieder nimmt, weil man überzeugt ist von ihm. Ja, wen findest du denn, der sagt, okay, ich mache das jetzt 3 Monate? Aber das ist doch jetzt eine Aufgabe von einem, das ist doch die klassische Aufgabe von einem Manager. Ich sage immer, wenn dann, ja, das müsst ihr machen. Du musst doch genau wissen, zum Beispiel. Was ist, wenn Kofeld im letzten Sommer ein Manager machen muss? Ein Manager muss machen, dass er das Beste aus dem rausholt, was momentan ist. Wenn das so wäre, dann würde er sowas vielleicht machen. Da müsste er aber selber drauf kommen, mit seinem Team. Ein Manager ist auch nicht allein. Es geht ja darum, die Klasse zu halten im Endeffekt. Weil das ist schon was Existenzielles, ob du runtergehst oder ob du drin bleibst. Ja, Armin, aber ihr müsst, aber sein, ihr müsst schon auch vorbereitet sein für Situationen, die, weil nicht nur, dass ihr irgendwann mal sagt, jetzt gefällt mir der Trainer nicht mehr, sondern vielleicht wäre Kofeld im Sommer hätte es auch sein können, dass Kofeld vielleicht sagt, ich habe ein tolles Angebot, das muss ich machen. Ihr müsst, also ein Verein muss doch vorbereitet sein, dass er sagt, aber das ist jetzt geht mir der Trainer vom Hof, jetzt wer kommt denn in Frage? Also Moment mal, ist ja nicht nur, wer in Frage kommt. Also du stellst in Frage, dass man demjenigen, der in Frage kommt, aber schon wieder sagt, aber nächstes Jahr bist du nimmer da, weil da holen wir den Kohlfeld wieder zurück. Also das ist sehr theoretisch, aber in der Praxis fast unmöglich. Fast unmöglich. Also dieser Gedanke, den man durchspielen kann. Den gab es noch nicht. Ich finde was anderes. Aber das ist fast, ich finde, der Gedanke ist revolutionär und richtig gut. Und ich habe auch einen Vorschlag. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich ihn wieder ins Rennen schicke. Thomas Schaaf. Für 2-3 Monate. Keiner in Bremen würde denken, ja, der muss ja jetzt weiterarbeiten. Also ich war selber mal Stadionsprecher bei Werder. Und als Thomas Schaaf übernommen hat, war ein anderer Spirit da. Und das wissen alle Bremer. Erst recht Frank Baumann, der war sein Spieler. Warum nicht Kofeld mal ein bisschen aus der Schusslinie und dann strukturiert weiter mit ihm arbeiten? Wenn du mit Thomas Schaaf kommst, dann sage ich, okay, ich glaube, das wäre möglich. Das ist eine Möglichkeit. Na, seht ihr, da haben wir es doch schon heute wieder. Moment, ist doch wunderbar. Dann geht es ja schon wieder weiter. Ihr müsst ja schon wieder weiterdenken. Jetzt stell dir vor, der Thomas macht es dann und hält dann die Klasse. Und dann kommt wieder Kofeld. Also es ist nicht das Erste. Wenn du einen Schritt gehst, dann musst du wissen, der zweite und dritte, was könnte dann kommen? Aber also so muss ein Manager denken. Aber ich finde, das ist etwas, das ist sehr sympathisch. Finde ich auch. Armin, aber wenn Sie nichts machen, nochmal, halten Sie nochmal eine Rede im Kreis wieder. Ja. Und ich finde es ja super, wie er das hinterher immer erklärt. Nur irgendwann gehen dir die Spiele aus. Wir haben nur 11 Spiele und die Paderborner, für die ist das nicht das Ende der Welt, wenn sie absteigen. Die Düsseldorfer punkten, die Kölner punkten. Aber was, wenn sie überzeugt sind? Ich habe immer noch den Eindruck, die sind immer noch überzeugt. Und wenn eine Mannschaft immer noch ankommt, ich will doch nicht Kofeld entlassen. Nur die Überzeugung von außen nützt dir nichts, wenn du auf dem Platz, wenn sich nichts ändert. Also wir sehen noch mal die Szene von gestern nach dem Spiel, die haben wir schon angesprochen. Also bei ihm sieht man das vorher noch, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man die Bilder sieht, muss ich aber auch ehrlich sagen, also er erreicht doch diese Mannschaft. Kannst du das in dem Bild sehen? Nee. Also, du hast keinen negativen Ton von irgendeinem Spieler. Ja. Du hast Gegentore, für die, da können übrigens die Trainer gerne mal unterstützen, in der Regel in Bundesliga-Vereinen übrigens der Assistenztrainer verantwortlich ist, weil der die Standardsituationen trainiert. Also jetzt will ich nicht, dass der Co-Trainer gefeuert wird, aber Fakt ist doch, Florian Kofeld spielt eine gute Saison, dann verlieren die, meiner Meinung nach, immer noch völlig unterschätzt,
Max Kruse, den wahrscheinlich Spieler, von dem ein einzelnes Team am meisten abhängig gewesen ist, den größten Fixpunkt. Sie bekommen ihn nicht ersetzt, kann man jetzt diskutieren. Ist das die Schuld von Kohfeldt, vom Management oder wem auch immer? Allen gemeinsam. Da gab, genau, das ist nämlich eine Gemeinschaftsgeschichte, die wirklich überhaupt nicht funktioniert hat in Bremen. Und dann kriegen die historisch viele Standardgegentore, wo man jetzt zumindest hinterfragen kann, ob da Florian Kohfeldt verschuldet ist. Die hätte Max Kruse auch nicht verhindert, das sage ich dir mal so. Also da aber diese Stärke beiden Faktoren alleine sind doch schon ein Grund, wo man dann... Es gibt sicherlich das eine oder andere. Also wir haben ja den Ist-Zustand. Es geht ja um den Ist-Zustand und ich will die Klasse halten. Um das geht es jetzt. So, und wer soll das entscheiden? Wenn alle der Meinung sind, nochmal, überzeugt sind, wir schaffen das mit dem Trainer, der Trainer auch wirklich so denkt, wie er sagt, und die Mannschaft nur erreicht, ja, wieso sollen sie dann entlassen? Also ich bin auch bei dir, wenn ich richtig verstanden habe, der Kreis nach dem Spiel. Ich hätte als Spieler nicht zugehört, weil ich hätte ich ganz andere Sorgen gehabt in dem Moment. Du hörst einen, ärgerst dich noch über den Fehler vielleicht oder das Tor gemacht und so weiter. Es ist ja ohne Zweifel, dass Florian ganz, ganz viele Dinge richtig macht gerade. Aber ohne Zweifel. Und dass er nochmal auch der richtige Trainer für diesen Verein ist. Ja, aber es gibt viele Dinge, die er richtig macht, aber es irgendwann nicht mehr geht. Natürlich gibt es das tausendmal. Wir leben im Leistungssport, wir sind in der Bundesliga, das ist höchstes Niveau. Dann passieren solche Dinge, wo man vieles richtig macht, aber trotzdem nicht mehr ankommt. Ist ein sehr gutes Zeichen, wenn ich nicht dazwischen komme, wenn ihr mal weiter diskutiert. Wunderbar. Also es macht sehr viel Spaß. Wir gehen nochmal nach Freiburg und schauen uns da auch eine schöne Szene an. Spot on. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Lichtlösungen für Profis. Das noch nicht. Ja, wenn es der Kreis nach dem Spiel nicht bringt, dann ja vielleicht dieser Kreis. Das haben wir gesehen beim SC Freiburg in der Halbzeitpause. Also da wurde sich aufgestellt, ein paar Aktivierungsübungen gemacht für die Spieler, die eben dann auf dem Feld ran mussten. Also vielleicht ja das eine Idee für Florian Kohfeldt, das mal auszuprobieren. Er hat ja schon so viel ausprobiert, hat alles nichts genützt. Vielleicht ist das ja so das Geheimnis. Wer weiß, ne? Spot off. Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Lichtlösungen für Profis. So, Alex. Es ist immer ein Thema vom Trainerstab, aber du bist einfach nach der Pause 15 Minuten, fährt das komplette System runter. Wie kriegst du das mal kurz wieder hoch? Deswegen machen es ein paar in der Kabine. Freiburg macht es jetzt außerhalb. Das ist jetzt. Aber bis zum Anpfiff vergingen dann trotzdem noch mal so gefühlt 3 Minuten. Dann bist du ja doch wieder kalt, oder? Nee, bist du nicht. Also ich habe auf jeden Fall Donnerstag Karneval in Köln ähnliche Szenen erlebt, wenn auch mit musikalischer Begleitung. Also es gibt ja immer neue Dinge. Apropos Karneval in Köln und Düsseldorf für den Rosenmontag. Ich habe noch nichts bezahlt. Guter Übergang, wir gucken uns 7 Tore aus dem Rheinland. Ich bezahle mal 7 Euro. 5 FC. Ja. Und 2 für Fortuna. Lass ihn ruhig zahlen und weiterreden. Armin, wir gucken mal aus 1-0 deiner ehemaligen Mannschaft gestern in Berlin. So. Wird ein ganz stabiler Moment, ne? Armin? Ja, absolut. Gut, das war ein bisschen. Jetzt haben sie auch ein bisschen Glück. Von schon drauf, ne? Abgefällt. Ja, aber das haben sie auch vorgehabt, ja? Dass sie die Konter anfangen, das schnell nach vorne spielen und John auswärts jetzt trifft. Ja, das freut mich sehr. Ja, im Endeffekt. Das, was sie vorgehabt haben, schnell umzuschalten, aus dem Zweikampf rauszukommen, haben sie ein paar Mal gut gemacht und haben auch Tore daraus gemacht. Interessanterweise, wir haben eben so darüber gesprochen, welcher Spieler funktioniert wann und wo. Córdoba galt als der größte Fehlkauf aller Zeiten, Fehleinkauf. Modest geht nach China und dein Vorgänger Jörg Schmadtke holt Córdoba aus Mainz. Und alle sagen, wie blind kann man nur sein, für den die Kohle auszugeben. Schmadtke ist weg. Plötzlich ist der Córdoba so stark, der war letztes Jahr noch im Schatten von Terodde. Terodde ist aber eher ein super Zweitligasturm. Waren beide schon gut. Aber Córdoba knallt jetzt richtig durch, positiv. Und da sieht man Thema Mentalität, Einstellung, Selbstvertrauen, Psyche ist so wichtig. Jetzt stelle mir doch noch eine Frage zu Köln, dann bin ich auch ruhig. Armin, wie viel von denen hast du geholt? Du sagtest zu Sendungsbeginn die meisten. Ja, natürlich, weil ich ja 2 Jahre da war. Von daher habe ich die meisten geholt, logisch. Naja, aber John hat natürlich, wenn man den Spieler jetzt einzeln, aber das brauchen wir jetzt nicht, das können wir extra Sendung machen.
Hat natürlich, ich sage mal, Schmadi hat ihn damals geholt. Und im ersten Jahr hat die Mannschaft nicht mehr funktioniert. Er hat, ja, hat kein einziges Tor gemacht in Köln, ja, und war natürlich unglücklich ohne Ende. Nur eins bei Arsenal. Das, man sieht ihn bei Arsenal, aber sonst, ja, man sieht man eben, was die Psyche auch ausmacht. Ja? Und dass er immer schon ein guter Stürmer war, war klar. Aber wenn das alles nicht funktioniert, wenn es in der Psyche nicht funktioniert, im Kopf nicht funktioniert, dann im Keller ist, das ist auch Spitzensport, das ist auch Leistungssport. Und jetzt ist er frei und jetzt schießt er auch seine Tore. Und schafft er erst FC Köln es? Sie haben ja die schwierigen Spiele haben sie hinter sich, also gegen Bayern und Dortmund haben sie verloren, alle anderen sechs Spiele gewonnen. Die Mannschaft hat auf jeden Fall die Qualität, wir haben immer gesagt, dass wir die Klasse halten, weil wir besser sind, weil FC besser ist als einige andere Mannschaften unten. Und trotzdem kannst du unten reinkommen. Bremen ist sicher auch kein Kandidat gewesen, dass man ganz unten ist, aber sie haben natürlich die Klasse, die Liga zu halten. Und Markus macht es richtig gut. Ja, er schöpft das Potenzial dieser Mannschaft jetzt komplett aus. Und deswegen werden sie am Ende eben die Klasse halten. Und er hatte aus meiner Sicht den Mut, Altetablierte mal auszutauschen gegen ganz junge Spieler. Beim FC, darüber wird viel zu wenig geredet, sind im Moment 3-4 Jungs, ja, immer auf dem Platz. Die hatte vor 2-3 Monaten noch überhaupt keiner auf dem Schirm. Ja, wobei Kaderbach, muss man sagen, hat auch schon bei Bayer Leverkusen gespielt. Aber und auch du Jakob musst war schon sie dabei. Bringen permanent, damit die auch wachsen. Und der Erfolg von Gisdol und deinem Nachfolger Horst Held basiert auch auf dem Mut, die Jungs reinzuwerfen, und es funktioniert. Stefan, wir machen eine Extrasendung, haben wir gerade gesagt, mit Armin. Der kommt noch mal über den ersten FC Köln. Ja, du brauchst ein bisschen Zeit dafür. Und den Markus in der Mitte. Komm, jetzt schauen wir auch mal Freitag. Du hattest ja auch gesagt, Paderborn. Ja. Ich haben das ja wunderbar gemacht. Ja, klar. Begünstigt natürlich durch den Fehler von Manuel. Davor hatte er, Alex, zwei super Szenen, wo er rauskam und hier. Zeitlich, was glaubt ihr? Zeitlich ist immer schwierig, wenn du dann rauskommst, aber das ist ja typisch für ihn. Ja, das ist ja nicht das erste Tor, wo dann so passiert. In Relation ist es immer noch unfassbar selten, dass ihm so ein Fehler passiert bei der Einschätzung der Situation. Er hätte dann auch gesagt, er hätte dann einfach Respekt gehabt, dass er sich die rote Karte holt. Es ist wesentlich einfacher, wenn der Ball zentral auf ihn zukommt, im Torwart, wie wenn er auch noch raus muss zur Seite. Das war in der Situation so unterschätzt. Ich finde auch, die Innenverteidiger nicht clever reagiert. Wir sind uns aber einig, dass dieses Spiel nichts mit dem Spiel am Dienstag zu tun hat, oder? Doch, sehr wohl. Also das ist so mehr Phrasen, als in diesem Spiel bestätigt wurden. Also die Champions League geht jetzt für die Bayern richtig los. Jetzt kommt endlich ein Gegner und nicht nur Opfer wie in der Gruppe. So. Und dann musst du gegen Paderborn spielen, bei allem Respekt gegen den Tabellenletzten. Und du sagst, boah, das ist eine Kopfgeschichte. Und was war's? Natürlich ist es eine Paderborn hat es wunderbar gespielt, aber die Bayern haben nicht das gespielt, was sie können. Und am Ende, die nächste Phrase, ja, und die ganze Konkurrenz sagte heute, machen wir einen großen Schritt bis zur 88. Minute. Und da kommt Lewandowski und die Bayern gewinnen 3-2. Und alle sagen, es ist zum Wahnsinnigwerden. Es ist so. Alle Phrasen, die so drin sind, wurden am Freitagabend gestoßen. Also, wir reden gleich noch mal darüber weiter, auch wie es am Dienstag aussieht. Bayern wird sicherlich auch mit einer anderen Aufstellung beginnen. Nach uns wie immer Pur Lunchtime, Jochen Stutzki und Thomas Herrmann, bitte. Hallo von Adel und Bent. Wir sind nochmal zurück live aus dem Hilton am Münchner Flughafen beim Check24. Doppelpass Dienstag, Champions League, Hinspiel für die Bayern in London. Und unser Mann, unser Bayern-Reporter Stefan Kumberger ist an der Säbener Straße. Stefan, hallo, grüß dich. Hallo, Grüße in die Runde. Wie sieht's aus, personell? Ja, personell war ja das große Fragezeichen Leon Goretzka. Der war ja am Freitag gegen Paderborn nicht dabei. Muskuläre Probleme seit gestern und auch heute ist er im Lauftraining, hat heute circa eine halbe Stunde seine Runde gedreht. Er hat den Eindruck gemacht, als wäre er fit, gerade auslaufen kann er, aber man weiß ja, dass bei einem Champions League Achtelfinal-Hinspiel mehr dazugehört, als gerade auszulaufen. Also es wird eine Zitterpartie, letzten Endes wird sich dann morgen im Abschlusstraining um 11 Uhr entscheiden. Coutinho durfte auch mal wieder ran am Freitag. Ist er so ein bisschen das Sorgenkind momentan bei den Bayern? Ja, leider Gottes muss man das so sagen. Also er kam als Weltstar, als teurer Weltstar und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eher mau.
Am Wochenende habe ich mit Manuel Neuer und Hansi Flick über ihn gesprochen. Die reden ihn natürlich stark, aber es ist völlig klar, in dieser aktuellen Situation hilft er den Bayern wenig. Und für Chelsea sehe ich ihn da eigentlich nicht in der Startelf. Wie siehst du generell die Chance der Bayern? Ja, die Chancen sind gut. Chelsea hat zwar gewonnen am Wochenende gegen Tottenham und die Bayern haben jetzt nicht wirklich ein Signal der Stärke ausgestrahlt. Aber grundsätzlich sind die Bayern aus meiner Sicht Favorit und sie haben einen kleinen Glücksbringer dabei. Denn Uli Hoeneß wird dabei sein. Zum ersten Mal, seitdem er nicht mehr Präsident ist des FC Bayern, besucht er ein Auswärtsspiel und er hat sogar seine Frau Susi dabei. Also mehr Glücksbringer geht eigentlich nicht für die Bayern. Alle deutschen Mannschaften haben gewonnen, international. Also die Bayern müssen dann den Deckel sozusagen drauf machen. Danke, Kumbi. Schönen Sonntag. Das guckt ich mal extra so. Alex, Chelsea ist zu knacken, oder? Ja, also ich habe die Bayern leicht vorne. Auch wenn das gegen Paderborn jetzt nicht die beste Generalprobe war. Aber ich habe gehört, das kann ja manchmal auch ein ganz gutes Omen sein. Aber immer ein gutes Omen, kann ich dir nur sagen. So? Hm? Ja, danke dir. Nee, ich hab die Bayern vorne. Ich glaube auch, dass sie das spielerisch lösen können. Chelsea ist nicht das Niveau von Liverpool, hat für mich auch nicht das Niveau von Manchester City. Also das ist gar nicht das schlechteste Los, das die Bayern da gezogen haben. Dass es trotzdem ein enges Spiel werden kann und dass die Bayern übrigens auch rausgehen können, definitiv. Aber wenn ich jetzt Geld setzen müsste, ich habe eh nicht genug dabei, dann würde ich es immer noch auf die Bayern setzen. Das ist in der Tat richtig. Ne? Da müssen wir dran arbeiten. Laura, du bist noch mal dran, bitte. Ja, es gibt ja noch etwas, was Hoffnung macht übrigens. Also vor dem 7:2 gegen Tottenham hat der FC Bayern auch gegen Paderborn mit 3:2 gewonnen. Also mal gucken, ob das irgendwas heißt für Dienstagabend. Wir werden es erleben und Sie können mit dabei sein beim Fan-Talk. 20.15 Uhr geht es da am Dienstag los. Die zweite Partie Neapel gegen Barcelona. Also mal gucken, wie die Top-Mannschaften sich da schlagen werden. Dann noch ein Tipp, falls Sie den Doppelpass noch mal anschauen wollen oder die Highlights verpasst haben, überhaupt gar kein Problem. Klicken Sie sich rein in die Sport 1 App. Im neuen Design erstrahlt sie und da sehen Sie nochmal alles Wichtige, falls Sie es verpasst haben. Und wir bedanken uns wie gewohnt natürlich auch bei den Spenden, die eingegangen sind. Bei Bergdorf, Barzis, Waldmannsbrut, Björn Lürsen, Dennis Stolz, Udo Erik und Marc Heidenreich, Carsten, Fahrschule Bon Jovi, Familie Klatt und Kreuzritter aus Neuss. Vielen lieben Dank, Check24 verdoppelt, wie gewohnt. Ja, die obligatorische Schlussfrage an Alex und an Armin. Was sind eure Pläne in der Zukunft so jetzt? Ich fliege wieder heim nach Kopenhagen. Habe ich mir gedacht. Und langfristig? Mittelfristig? Ja, ein richtiger Verein, der mich als Trainer sucht. Ja, und ansonsten freue ich mich auf meine Tochter und auf meinen Sohn. Ja, drücken wir dir die Daumen. Armin, was mit dir und Bundesliga? Ich habe kein Interesse mehr, Trainer zu sein. Aber Manager ich habe es lang genug gemacht oder auch meine Manager. Also ich möchte nicht mehr an erster Stelle, ich habe das 30 Jahre gemacht und dementsprechend mache ich jetzt was anderes. Was genau, weiß ich noch nicht. Du kommst öfter zu uns, ganz einfach, oder? Oder so, ja. Genau. Vielen Dank an die Runde. Mal wieder einen schönen Sonntag, alles Gute für euch. Danke ans Publikum. Schönen Sonntag. Und wie gesagt, den Bayern die Daumen drücken am Dienstag dann in London. Weiter geht's. Wie immer mit Bundesliga pur Landstein und Jochen Schutzki und Thomas Herrmann. Viel Spaß dabei. Tschüss.